sehr früh getrennt. Da war ich 10, 11 Jahre alt und dann bin ich halt durchgedreht. Als sie sich getrennt haben, bin ich psychisch, ich habe Knacks. Ich war voll der schlechte Schüler, ja. Ich habe meiner Mama sehr, sehr viele Kopfschmerzen bereitet, wirklich. Mama, falls du das siehst, tut mir echt leid, Alter. Sehr viele schlaflose Nächte. Ich habe Scheiße gebaut. Ich war mit 16 sogar im Knast. So, ich bin mit Hardcore-Kiefern aufgewachsen. Ja, und dann sind wir eines Nachts sind wir eingebrochen in eine Firma und haben Laptops und PCs im Wert von 10.000 Euro gedippert. Das war dieses Skandal, ja, wo der Gesamtsieger, ich will den Namen nicht nennen, der wurde positiv getestet. Ich habe gesagt, ich, für kein Geld der Welt, red ich in eine Kamera. Ey, das ist so gut. Ich rede niemals. Kannst du da was besorgen für geil, dass ich auspacken kann. Ich weiß, das tut gerade richtig gut. Ich merke das schon. Das ah, das tut richtig gut. Oh, ich liebe und das. Ich hatte die Hälfte drin, als das, was ich hatte, unser besser aus meines Erachtens. Ich habe die Dennis James mit 350 Prop gewonnen. Diese Testodosierung und innerhalb kürzester Zeit, Digga, in der ersten Kur mit 250 alle 5 Tage habe ich 10 Kilo draufgepackt. Bankdrücken von 130 auf 180 und dann bin ich geplatzt. Jetzt ist mir egal. Vertrag ist gekündigt. Ich bin weg. Also erzähl ich jetzt die Story. Die Bastarde gucken sowieso meine Videos. Mir egal, Alter. So, die haben genug Leute verarschen in diese Drecksfirma. Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ich hoffe, es geht euch gut, meine Freunde. Und ihr seid fit, munter, gesund. Es gibt eine weitere Podcast-Folge. Und diesmal haben wir Spießumdreherei gemacht. Ich habe, nicht diesmal bin ich in seinen Videos, um Klicks zu greifen. Diesmal ist er in den Videos, um meine Klicks zu erhöhen. Spaß beiseite. Ich habe William als Gast. Ey, Brudi, danke, dass du Zeit genommen hast. An alle, die dich noch nicht kennen, was aber nicht der Fall sein wird. Das ist der Reaction von William. Ich habe mir extra ein wenig kurz vorab, ich mache so eine Vorab-Story. Also viele haben gedacht, William kommt als erstes. Wollte ich auch haben. Dann habe ich mir aber überlegt, ich habe mit William zu viel Privatkontakt und ich muss mir echt was überlegen bei ihm, wie man diesen Podcast aufbauen konnte. Weil das ist zum ersten Mal eine Podcast-Folge, wo ich jemanden gegenüber sitze, der, mit dem ich mich privat sehr gut verstehe und auch von der Szene, wenn ich das so sagen kann, am meisten mit Austausche. Also ich habe am meisten mit dir Privatkontakt. Und deswegen umso interessanter wird dieser Podcast, weil wir lassen mal das Private ganz außen weg oder vor. Weil es geht mir, ich habe mir was überlegt für diesen Podcast oder für diese Folge, weil viele vergessen das oder viele sehen das nicht. Aber mich interessiert der ganze Mensch und der ganze Werdegang hinter diesem, kann ich sagen, schon Hype, was es ist, das du hast oder... Weil dieses Jahr ist ja alles explodiert. Ich glaube, du machst die meisten Klicks auf YouTube in der deutschen Bodybuilding-Szene. So und ja, ich denke, das macht auch viel mit der Psyche oder das hat auch Einfluss auf deine Persönlichkeit, nicht im negativen Sinne, aber ich kann mir vorstellen, dass dein Leben sich in den letzten 2 Jahren oder das letzte Jahr extrem verändert hat, vor allem dieses Jahr. Und darauf will ich hinaus. Und ich will erstmal überhaupt, man darf das auch nicht vergessen, ich kenne dich gar nicht vor dem, was du vorher alles gemacht hast. Ich weiß nur, dass du gearbeitet hast und irgendwo sogar Schichtarbeit gehabt hast. Und zu dieser Zeit habe ich auch angefangen, den Kontakt mit dir aufzunehmen oder wir sind so reingerutscht zusammen. Und ja, deswegen würde ich das einmal gerne hochholen, wie du da reingerutscht bist in dem, was du jetzt tust, was du vorher getan hast, wie du das Ganze siehst, das habe ich mir so überlegt. Ich habe einen roten Faden, mein Handy ist hier. Und an alle, die sagen, ich gucke ab und zu aufs Handy, das liegt daran, dass ich hier einen roten Faden habe, damit das strukturiert Bruder, ist. Ganz kurz, darf ich ganz kurz bremsen? Ja. Da habe ich schon letztens im Stream gesagt, wo ich habe mir den Podcast von dir und Heiko anguckt. Du hast doch 2 Bildschirme da, ne, wo du sitzt. Ja. Zieh dir doch deine Notizen auf deinen Bildschirm oder dann guckst du auf den Bildschirm nicht runter. Ja, aber ich habe rechts, da ist das OBS, was aufnimmt. Kannst du auch rechts, kannst du auch hey, rechts. Hey, ich habe keine Ahnung. Problem. Lass mich egal. Erstmal danke für die Einladung, Mann. Sehr, sehr geil, Brudi. Freut mich. Ich habe auch übelst Bock auf den Podcast, weil genau so etwas auch gefehlt hat, weil ich habe jetzt kein Video gemacht, wo ich komplett meinen gesamten Werdegang erzähle. Klar, ich war auch mal im Garnikus-Podcast, wo war ich noch, in einem anderen Podcast auch noch. Aber so genau so alles vom Anfang bis Ende von meiner Persönlichkeit, von meiner Person, gibt es eigentlich im Internet gar nicht zu hören, zu wissen. Ja, Mann. Ja, und selbst du weißt es ja nicht. Du kennst nur so die letzten Jahre von mir, aber so ganz zu Beginn weißt du auch nicht. Nein, deswegen wird eine coole Folge. Deswegen interessiert mich das. Also jetzt mal direkt spulen wir vor. Was hast du, oder warte mal, wie lange machst du überhaupt Bodybuilding? Ich habe angefangen mit 16 Jahren, ganz normal. Mein Bruder Jakob, falls du das siehst,
Schöne Grüße, der hat mich ins Gym gezwungen, ins McFit. Da haben wir jeden Tag Brust, Bizeps trainiert, Bruder, das Standardprozedere. Ja, mit 16 Jahren einfach trainiert, Wochenende feiern gegangen, ganz normal. Ich habe sogar die ersten 3-4 Jahre gar keine Beine gemacht, das ist kein Scheiß. Willst du meinen Split hören? Das ist ja, wahre Geschichte. Sag mal bitte. Geschichte. Montag Brust, Dienstag Rücken, Mittwoch Schulter, Donnerstag Brust, Freitag Rücken, aber nach jedem Training Bizeps, Trizeps noch dazu. Hast du, also wusstest du damals aber schon, welche, also man darf ja nicht vergessen, du hast ja auch Wettkämpfe gemacht, ne? Du sahst ja zum Beispiel, ja, du sahst brutal aus. Hast du das damals schon so ernst genommen? Wusstest du, wo die Reise hingeht oder hast du einfach just for fun gemacht? Nein, auf gar keinen Fall. Ich habe mit Wettkampf nichts zu tun. Ich habe mir niemals überlegt, dass ich jemals eine Bühne betrete oder sonstiges. Auf gar keinen Fall. Ich war ja auch voll lange natural unterwegs, ne? Was die wenigsten auch wissen. Ich war sogar bei der GmbF, stand ich auf der Bühne. Das war mein erster Wettkampf. Was laberst du? Echt? Ja, Bruder. Ja. Echt? Weißt du doch? Weißt du nicht? Nee. 2012, Junior, das war mein erster Wettkampf vor 10 Jahren, Bruder. Ich wusste das gar nicht. Laber doch nicht. Ich schwöre, hast du davon Bilder gepostet? Ich hab mal letztes Jahr, du dachtest bestimmt, das ist so dieser Spaß, weil wir ziehen das ja immer ins Lächerliche mit GmbF und so weiter und natural. Ich habe ein Bild gepostet von meiner Netti-Zeit, von der Vorbereitung. Ist auch sogar auf meiner Instagram-Seite. Habe ich sogar vor einem Monat gepostet. Ich dachte, das wär Spaß. Ich stand mit 20 oder mit 21 Jahren bei den Nettis, GmbF, full Netti. Ich habe nicht mal als Booster genommen, Bruder. Ich hatte Angst vor allem, stand ich auf Bühne. Komplett natural. Das war mein erster Wettkampf. Ich wusste, okay, und da waren theoretisch nicht mehr Netti? 2-3 Jahre später. Und der ausschlaggebende Grund dafür war sogar die Meisterschaft, Bruder. Weil das war dieses Skandal, ja, wo der Gesamtsieger, ich will den Namen nicht nennen, der wurde positiv getestet. Bitte und dann was? Saß ich da, ja, und ich saß da und hab mich voll abgefuckt. Ich dachte mir so, ey, ich hab den 6. Platz, mal gucken, mein Ziel war es, in die Top 5 zu kommen, ne, Finale. Und ich wurde genau 6. Und dann dachte ich mir so, ey, Junge, fuck, bestimmt bist du 6. geworden, weil die Jungs haben Leben, die haben gestoppt, Bruder, die waren auf Juice. Ich wusste das gar nicht. Ja, krass. Das und fängt da, schon gut an. Und dann hast du und dann? Dann habe ich angefangen und innerhalb kürzester Zeit, Digga, in der ersten Kur mit 250 alle 5 Tage habe ich 10 Kilo draufgepackt. Bankdrücken von 130 auf 180 und dann bin ich geplatzt einfach. Ja, aber es gab immer noch keinen Wettkampf. Der nächste Wettkampf kam erst 5 Jahre später, 2017. Da habe ich auch gut rasiert. Da habe ich DBV mitgemacht, NRW-Meisterschaft, die habe ich gewonnen. Das war für mich unvorstellbar, weil IFBB, damals gab es ja noch nicht MPC, da war ja noch zusammen, weißt du ja noch, ne? Die haben sich ja getrennt. Digga, dann hast du ja einen richtigen krassen Werdegang, du warst als Bodybuilder richtig aktiv, Mann. Ich glaube, das wissen viele gar nicht. Ich habe 12 Wettkämpfe, glaube ich, gemacht, insgesamt. Ich schwöre, ich wusste das nicht. Guck mal, ich war sogar in Belgien auf NAC, ich war WBFF, ich war GMBF, ich war DBV, NPC. Ja, Mann. Ich schwöre, ich wusste das noch gar nicht. Ja, ich glaube, das wissen aber viele nicht. Also, ich weiß, ja, hast du das... Doch, habe ich das öfteren schon. Also mit GMBF, das habe ich oft erzählt. Ja, aber so 12 Wettkämpfe und so und das auf der Ebene ernst genommen, das wusste ich gar nicht. Und auch fast alle gewonnen, ne? Das darf man nicht vergessen. GMBF nicht gewonnen. Und meinen letzten habe ich nicht gewonnen, da in London, Ben Wilder Classic. Da kannten wir uns schon. Ja, aber ich habe dich auf der, wenn ich mich nicht irre, ich habe dich mit O's auf der Dennis James gesehen. Genau. Da sah brutal aus, Classic. Ja. Da habe ich ja fast die Pro-Card bekommen. Ne? Ich habe Classic Physik gewonnen, was für mich unvorstellbar war. Naja, das sah gut aus. Ich habe es gesehen. Ich war ja da. Danke dir. Und Platz 2 im Gesamtsiegerstechen. Sogar Armin war bei mir im Gesamtsiegerstechen. Da habe ich auch gefickt. Aber jetzt würde der uns alle ficken. Okay, gut. Das ist das zur Body. Siehst du? Aber da, warte mal. Der Fokus da lag wirklich auf Bodybuilding. Ne? Kein Social Media. Nein, Social Media gar nicht, Bruder. Ich war froh. Guck mal, mein erster Sponsor, der war so 2017. Kennst du BSN? No Explode, Ronnie Coleman und so, diese bunten Dosen? Ja, klar, Bruder. Ich habe das früher selber immer, immer selber gefeiert. Zellmass und so. Amino X und so. Amino X. Du, ne? Ja, Amino X. Green Apple.
Green genau, Apple, Amino X. Ja, genau. Das war mein erster Sponsor, aber die kam aus Polen. So, die haben ein Lager in Polen und die haben mir so alle zwei, drei, du musst dir vorstellen, Bruder, die haben mir, das war 2017 nach dem Wettkampf, die haben mir alle zwei, drei Monate ein Paket zugeschickt. Oder ich war stolz wie Oscar. Ich habe mich so gefreut. Ich so, krass, ich krieg Eiweiß umsonst, Produkte umsonst, geil. Bruder, die Produkte waren nach zwei Wochen leer. Und ich habe wieder zwei Monate auf Paket gewartet. Es gab kein Rabattcode, kein Gehalt, gar nichts. Es war einfach nur for free supplements und ich war richtig happy, Bruder. Ja, ich glaube dir das. Guck mal, das ist 5 Jahre hergeholt. 5 Jahre. Ich glaube, diese Code-Geschichten und so, die gibt es auch gar nicht so lange. Nee, dass man damit auch wirklich irgendwie von leben kann oder dass man da Geld mitmachen kann, ne? Okay, und wo hast du gemerkt? Okay, warte mal, wir nehmen das jetzt auf. Also Bodybuilding, okay, das wusste ich nicht, das ist krass, das finde ich gut, das ist heftig. Dennis James, aber wann kam so in Bezug auf Sport und Social Media der erste Eintritt in die Szene? Nach der Saison 2019, das war die erfolgreichste Saison für mich. Ich habe erst bei der Dennis Wolf Probelauf gemacht. Die habe ich gewonnen. Dann habe ich auch noch Gesamtsieg da gemacht. 2 Wochen später bin ich zu Dennis James gefahren, habe dort gewonnen, Gesamtsieg Zweiter. Und dann hat hier Ost, den du auch kennst, hat gesagt, Bruder, fang mal an, in die Kamera zu reden. Ich habe gesagt, ich für kein Geld der Welt red ich in eine Kamera. Ey, das ist so gut. Ich rede niemals. Also doch, mach, du bist lustig, du kannst das. Ich finde, nein, Mann, ich mach das nicht. Dann irgendwann, weißt du, ich angefangen habe, erste Story, das war nach der Dennis Wolf, da habe ich mich einfach nur bedankt, weil das war krass, ich hatte mein Post auch mal am Platzen. Auf einmal schreiben mir Leute, schicken mir Bilder, die da vor Ort waren, haben mich gefunden. Ich hatte irgendwie so 1500 Follower oder so. Und dann ist das so ein bisschen gestiegen, aber langsam. Dann hatte ich irgendwie 2000. Bei der Dennis Wolf über Nacht auch so 500 Follower dazu bekommen. Ja, und dann habe ich irgendwann angefangen, eine Fragerunde zu machen. Und das war meine erste Story, wo ich reingeredet habe, war eine Fragerunde. So quasi. Warst du da, wo warst Bruder, du da unter... Du fängst an zu filmen, du löscht. Du versprichst dich, du löscht. Jetzt, du kennst mich, ich verspreche mich 7 Mal, ich lade hoch. Es ist ja, scheißegal. Du bist drin, also du weißt ja, wie es ist, deswegen. Ja. Aber hast du da schon Sponsor gehabt? Genau, dann nach der Dennis James kam mein erster Sponsor. Ich war bei Sinop unter Vertrag, auch in der Prep. Genau. Blackline, Sinop. Blackline, genau. Yo. Da habe ich sogar tatsächlich mit dieser kleinen fucking Community, ich hatte 2.000, 3.000 Follower, habe ich sogar Umsatz gemacht. Mehr Umsatz als Leute, die 20.000, 30.000 Follower haben. Ich habe damit sogar Umsatz gemacht, hatte ein kleines Taschengeld, hatte meinen kleinen Sponsor, hatte meine Produkte, ich war voll zufrieden. Und nebenbei halt konstant gearbeitet. Ne? Ja, genau, lass uns mal dazu. Was hast du aber neben diesen ganzen Wettkämpfen, wo der Social Media anstieg, was hast du gemacht, arbeitstechnisch? Kannst du das sagen? GmbF, da war ich Azubi, ich habe 2 Ausbildungen gemacht, im Sicherheitsbereich tätig. Ja, ich dachte, Bruder, das ist auch ein, wenn ich so zurückdenke, Alter. Ich war einfach, komm mal zu, ich war voll der schlechte Schüler, ja. Ich habe meiner Mama sehr, sehr viele Kopfschmerzen bereitet, wirklich. Mama, falls du das siehst, tut mir echt leid, Alter. Sehr viele schlaflose Nächte. Ich habe Scheiße gebaut. Ich war mit 16 sogar im Knast eine Woche. Ich habe Ja. Ey. Also Titel, William war im Knast. Ja, voilà. Ich höre ja, da bin ich, William war im Knast. Also meine Jugend war cool, so. Ich habe aber viel Scheiße gebaut und ich war nie so der gute Schüler. So, meine Mutter war alleinerziehend, ja. So, meine Eltern haben sich sehr früh getrennt, da war ich 10, 11 Jahre alt und dann bin ich halt durchgedreht. Als sie sich getrennt haben, bin ich psychisch, ich habe Knacks bekommen. Okay? Und das ist jetzt auch nicht lustig, dann irgendwann natürlich die Noten gingen den Bach runter und ich bin ja ich bin ja nicht dumm. So, ich bin intelligent, ich bin nicht dumm, das kann ich von mir aus behaupten. Aber ich war halt faul, ich war lernfaul, ich bin nach Hause, du kennst, Schultonne in die Ecke geworfen, raus, Alter, mit den Jungs, Playstation, Fußball, dies, das, geboxt und keine Ahnung was, Scheiße gebaut. Ja, und dann kam so im Alter von 16 hatte ich halt ein scheiß Umfeld hier bei mir in der Ecke. So, ich bin mit Hardcore-Kiffern aufgewachsen, ich habe aber nicht ein einziges Mal probiert. Weil die Jungs haben jeden Tag gekifft, von morgens bis abends. Ich habe nicht einmal probiert, weil ich so viel Angst und Respekt vor meiner Mutter hatte. Krass. So, ich hab vielleicht 10 Jahre später probiert. Aber in der Zeit nicht. Ich hatte einfach Schiss. Ja, und dann haben die Jungs so Sachen gemacht wie Einbrüche, ne? Ja, und dann sind wir eines Nachts eingebrochen in eine Firma und haben Laptops und PCs im Wert von 10.000 Euro gedippert.
Und dann kam irgendwie, wurden wir erwischt. Ja, und dann musste ich dafür Sozialstunden machen oder 80 Sozialstunden auf Bolzplatz, auf Fußballplatz, musste ich Tribüne mit Lappen sauber machen. Und eine Woche Jugendarrest. Zum Glück kam das in der Zeit, weil das hat mich quasi wieder so auf den richtigen Weg gebracht. Das war, okay, da krass. War ich 16 Jahre alt. Ja, und wie dem auch sei, ich wusste nicht, was aus mir werden soll. Ich hatte keine Vorstellung vom Beruf, vom Job, gar nichts. Ich hatte wirklich keine Ahnung. Hab alles Mögliche gemacht, von Praktikum auf Baustelle, Restaurant. Domino's war mein erster richtiger Job. Ja, Teller gewaschen bei Domino's. Geil. Für 4,50 Euro habe ich ausgeliefert. Das war damals der Mindestlohn. 4,50 Euro. Ja, ich hatte damals, 5 Euro damals Tellerwäscher. Das hieß damals noch Hallo Pizza. Ich war krass, heftig. Nee, ja, kenne ich nicht, aber geil. Da habe ich bei denen gearbeitet, so. Das war mein erster richtiger Job vorher. Ich habe aber immer was gemacht. Mit 15 habe ich bei meinem Onkel Michele im Restaurant habe ich Teller gewaschen und Flyer verteilt. Auch so um 5 die Stunde. Also, da war ich 15 Jahre alt. Also ich habe immer was gemacht. Ich war immer fleißig. So, ich war immer am Hasseln. Und dann, wann kam das? Genau, kommen wir zu der Ausbildung. Irgendwann, meine Mutter ist Erzieherin im Kindergarten. Und da kam eine Familie, der Papa war selbstständig. Die hatten da ein Kind im Kindergarten. Und der hat eine Sicherheitsfirma. Und meine Mutter so, ja, mein Sohn, er sucht eine Ausbildung. Er weiß nicht, was er machen soll. Er so, ey, wir bilden auch aus. Job heißt Fachkraft für Schutz und Sicherheit. Meine Mutter klärt mir das, schreibt Bewerbung, ich mache fertig. Die laden mich ein, Vorstellungsgespräch. Oder pass auf jetzt, ich gehe zum Vorstellungsgespräch. Der Typ holt Prospekt, meine Firma. Er zeigt, wir machen Revierfahrt, wir machen Observationen, wir sind Detektive. Ich sitze da, ich so, boah, geil, Alter, Traumjob. Ende der Geschichte, Bruder. Ich stand 10 Stunden bei Saturn mit Lackschuhen an der Tür. Mit Krawatte, Bruder. Mit Krawatte und Lackschuhe. 10 Stunden in Wuppertal. Von 10 Uhr bis 20 Uhr stand ich so. Hast du aber Ausbildung gemacht? Das war eine Ausbildung, ja. Aber dann irgendwann habe ich den Betrieb wechseln können, Gott sei Dank. Hab geswitcht zu einem anderen Unternehmen, wo das wirklich gut war. Aber das Problem ist, in dem Bereich ist ein harter Job. Du verdienst so gut wie kein Geld. So, und dann habe ich 3 Jahre bei einem guten Freund Autos verkauft. Ich war Autohändler. Wirklich alles. Hey, Bruder, lass mal keinen Scheiß, Alter. Oder Export-Autohändler nach Rumänien, Afrika, Polen, Litauen. Ja. Bruder, ich wusste das alles nicht. Ne? Das ist so lustig. Wallah, das ist richtig lustig. Da habe ich Autos verkauft, Bruder, Autos fertig. Das habe ich 3 Jahre gemacht. Und dann habe ich mir, ich habe auch ganz okay verdient, ich hatte den Firmenwagen, alles war schön und gut. Ich dachte mir so, okay, Digga, so, du bist jetzt Anfang, Mitte 20, du musst noch irgendwas Vernünftiges machen, weil wer weiß, wie lange das noch gut geht bei deinem Kollegen. Vielleicht geht der pleite, vielleicht passiert dies, vielleicht das. Und dann stehst du da mit Mitte 20 und hast keine vernünftige Ausbildung in der Tasche, du kannst nichts machen. So, und dann Chris, mein bester Freund, siehst du auch sehr, sehr oft in irgendwelchen Stories bei mir, der Kampfsport macht. BJJ hast du bestimmt schon mal gesehen bei mir. Aber krass, ihr seid bis heute noch befreundet, ne? Ja, ja, schon 10 Jahre. Also ich halte meinen engsten Kreis halte ich schon klein. Klar, man knüpft jetzt viele neue Bekanntschaften so durch das Business, aber so wahre Freunde kann ich an der einen Hand abzählen. Das ist normal so, ne? So, man kennt sich so seit 10 Jahren. Krass. Ganz viele Jungs, also nicht ganz viele Jungs, so enger Kreis. Die Jungs sind immer noch bis heute da, ja. Manche wenden sich von einem ab, finde ich ein bisschen traurig. So. Die denken, man verändert sich, obwohl das gar nicht der Fall ist. Die, die mich kennen, die wissen, ich bin immer noch der Gleiche. So. Dieser ganze Erfolg, finde ich. Klar, irgendwo verändert das einen schon, aber jetzt nicht so. Die Persönlichkeit bleibt die gleiche. Vielleicht hey, kennst du das auch. Aber guck mal, Jay-Z sagt das, du arbeitest ja nicht so hart, um gleich zu bleiben. Du veränderst dich ja ins Positive, deiner Meinung nach. Du arbeitest, ja, du hast jetzt. Ich verstehe schon, was du meinst. Ich glaube, was das Traurige ist, viele kommen darauf nicht klar, dass man irgendwie jetzt plötzlich erfolgreich ist. Ich dachte mir immer, das ist so ein 0815-Spruch. So Neid und Missgunst und dieser. Nee, ist nicht. Es ist wirklich was dabei. Es ist wirklich da was. Und das ist schade, weil es sind auch Jungs, die mir wirklich sehr nah standen, die sich aktuell so, nicht aktuell, die sich einfach so von einem abwenden. Das ist ein bisschen traurig. So, warte, kommen wir zurück zum Thema. Darüber können wir gleich reden. Weil wir schweifen sonst ab. Ich weiß, das wird eine krasse Folge, Alter. Es ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Ich freue mich. Es ist richtig cool. Pass auf. Wo sind wir stehen geblieben? Genau. Habe ich dann gedacht, okay, Chris, mein Freund, der hat Ausbildung gemacht als Chemikant. Okay, der war damals im zweiten Lehr und der war in dieser Jugendausbildungsvertretung. Das heißt, der hat da was zu melden.
Irgendwann, wir sitzen bei mir zu Hause, in meinem Kinderzimmer, bei meiner Mutter auf Speicher, wir rauchen Shisha, zocken FIFA. Ich so, Bruder, was machst du eigentlich da in deiner Ausbildung? Der so, nix, ich bin Chemikant. Ich so, ja, aber was machst du da? Dann erklärt er mir so, und ich einfach so, Bruder, aus Spaß. Ich so, meinst du, kannst du da was besorgen für mich? Irgendeine Arbeit oder eine Ausbildung? Der so, ja, ich kann mal fragen. Nächsten Tag, er ruft mich an. Er so, ey, einer ist abgesprungen, schreib jetzt Bewerbung, du kriegst vielleicht jetzt noch den Platz für dieses Jahr. Und wir hatten schon Oktober oder November. Ich mache alles fertig. Bruder, ich bewerbe mich 2014 mit einem 2008er Zeugnis. Und wurde angenommen, verstehst du? Ich habe mit Chemie nichts zu tun. Okay, in einer anderen Spalte vielleicht schon, aber so Chemie, Reaktionsgleichung, wie ist das? Bruder, ich habe keine Ahnung, bis heute nicht. Ja, und dann hat der Bruder mir die Ausbildung geklärt. Ich habe die durchgezogen, ich habe die mit 1,7 absolviert. Krass. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich für mich gelernt habe, wo ich wusste, es geht um meine Zukunft. Ich lerne nicht für Mama, ich lerne nicht für Papa, ich lerne für mich. Krass. So, und dann habe ich Gas gegeben. Ja, ich habe gelernt wie ein Schwein. Ich habe ein bisschen gespickt bei Google. So, ich habe es geschafft. Ich habe diese Ausbildung in der Tasche und ich war fucking stolz, Alter. Ja? Ich war verdammt stolz darauf, wirklich. So, dass ich das noch in dem Alter noch geschafft habe. Ja, und dann habe ich nach der Ausbildung 3-4 weitere Jahre dort gearbeitet. Ich wurde übernommen, habe einen Festvertrag bekommen, weil die Ausbildung so super war. Und habe dann gearbeitet, 3-4 Jahre als Chemikant. So mit Nachtschichten, Spätschicht, Frühschicht, war ekelhafter Job. Verdienst war okay, aber es hat mir absolut keinen Spaß gemacht. So, mein Leben war, ich hatte keine Freude am Leben. So, jedes Mal, wenn ich da hingegangen bin, es war so, du gehst durch dieses Drehkreuz und es war wie Knast. So, ich war unzufrieden. Aber hast du das gemacht, weil du der Meinung, also jetzt mal Real Talk, hast du das gemacht? Erstens denke ich, du hast es gemacht wegen Geld, weil jeder braucht Geld zum Leben, so. Und es ist ja auch ein sehr, sehr gut bezahlter Job. Ne? Wir reden jetzt von Chemikant, das ist keine Ahnung. So, ich habe Respekt vor jedem Job, jeder muss seine Rechnung zahlen, jeder, der arbeitet, hat meinen vollsten Respekt. Und das Geile ist, ich habe alles gesehen im Leben. So von Baustelle oder von Schrotthändlern, von Autohändlern, Tellerwaschen oder bis zu Chemikant. Ich habe alles gesehen und ich weiß, für das, was man da macht, kriegst du schon viel Geld. Okay, so habe ich mir gedacht. Aber die Schichten, ich konnte mir nicht vorstellen, bis zur Rente Schichtarbeiter zu sein. Weil ja, das fickt einen komplett. Ja, worauf ich hinaus will, das ist ja keine Arroganz, das zu sagen, weil das wäre mir genauso. Aber hattest du da schon das Gefühl, dass du für Besseres oder dass du mehr kannst als nur das? Nein, nein. Krass. Nein, 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 nein. Nein? Nein. Nein, aber nein, hast du nicht dieses innere Gefühl gehabt, so dass du sagst, okay, nein. Boah, nein, ich kann bis heute nicht realisieren, wo ich gerade, was jetzt in den letzten Jahren passiert ist. Zum Beispiel jetzt auf der GmbF, da kam wieder so viel Feedback, so viele Jungs waren da für Foto, für Handshake, für Gespräche. Ja, ich habe so viel Zuspruch bekommen. Ich kann das bis heute nicht realisieren. So, ich bin unfassbar dankbar dafür. Ja, das stimmt. Also ich gebe da dir recht, weil... Das ist krass. Das ist jetzt nicht gespielt, weil manchmal schreiben wir auch privat, dann sagt er, ey, so, Digga, ich komme gar nicht klar. Oder nach der Evo Classic habe ich gesagt, Bruder, das ist surreal. So, das kann man nicht. Das ist nicht. Aber okay, das heißt, aber zu der Zeit hast du Bodybuilding trotzdem relativ ernst genommen. Oder ernster als jetzt. Das ist das Traurigste an der ganzen Geschichte. Wir reden selber darüber manchmal privat. Ja, das machen wir später, ja. Okay, Also ich habe es ernster gesehen als jetzt tatsächlich. Nicht ernster gesehen, es war ja auch diese ganzen Wettkampfsaisons, habe ich gemacht. Mit Fulltime-Job. So, darf man nicht vergessen. Ja. Das ist das Krasse, worauf ich hinaus will. Das heißt, du hast diese Wettkämpfe und alle mit der Schichtarbeit trotzdem durchgezogen. Diät, Hardcore-Diät und alles andere. 2019 meine beste Saison mit Schichtarbeit. 2020 meine zweite Saison mit Kinzel auch mit Schichtarbeit. Ja, und das war ekelhaft. Wegen Classic, Gewicht machen. Aber wie ging es dir da mental? Bist du da stabil mental? Also ich war ein Roboter. Du kennst das. Ich war ein Roboter. Es war, wenn der Wecker um 3 Uhr geklingelt hat, ich habe den Wecker geweckt, Bruder. Nicht der Wecker, mich. Ich habe den Wecker geweckt. Ab aufs Fahrrad eine Stunde. Scheißegal, was passiert. Weißt du, was ich meine? So. Es gab kein Plan B. Es gab nur Plan A. Du machst das, was auf deinem Plan steht. Du ziehst das durch und halt die Schnauze. Krass, ich finde das unfassbar gut, Digga, weil das zeigt dich von einer ganz anderen, also ich weiß nämlich, weil die wäre so aussieht, weil man darf nicht vergessen, du sahst brutal gut aus, Alter.
Das darf man nicht vergessen. Ich bin fast Profi geworden, Alter. Ja, so. Andere Leute ackern noch 4-5 Jahre für eine Profikarte. Du hast in dem Durchlauf fast so hinbekommen. Mhm. Das darf man nicht vergessen. Okay. Jetzt kommt der Zeitpunkt, wo wir uns auch kennengelernt haben. Also Dennis James kam. Da haben wir uns das erste Mal übrigens gesehen. Ich habe noch ein Bild davon. Ja. Haben wir uns das erste Mal gesehen. Ja, Mann. Du warst da vor Ort. Genau, guck so. Der, und guck mal der da hinten. Guck mal, ja, der da hinten. So, und dann, was ist aber dann? Aber du wolltest immer noch Profi werden, richtig? Ja, Dennis James habe ich Blut geleckt, weil das, was in der Saison passiert ist, damit habe ich ja gar nicht gerechnet, Bruder. Null. Ich bin mit Ost zum Wettkampf hingefahren und mein Ziel war, ich habe gesagt, Bruder, wenn ich Top 5 schaffe, ich laufe nackt durch die Stadt. So, wir haben so geredet. Oder wir fahren dahin, Waage war am Freitag, du weißt, Dennis James, alle heiß auf Pro-Card, der erste Pro-Qualifier in Deutschland, Jahrhunderthalle Frankfurt, geiles Event, wir gehen zur Waage, ich gucke die Gegner an, ich gucke Ostern, ich so, Bruder, was machen wir hier? Lass mal nach Hause fahren, das ist auch eine richtig geil, ich muss das erzählen jetzt, das ist eine geile Story, lass mal nach Hause fahren, was ist das hier? Er sagt, egal, Bruder, wir machen mit. Wir haben uns vorbereitet. Egal, wir machen das Beste draus. Wir haben Spaß. Ich so, okay, fuck drauf. Top 5 schaffen wir eh nicht. Bruder, war ein Typ. Er steht auf zur Waage. Er zieht sich Hose runter. Arsch, Bruder, so viele Streifen hast du noch nie gesehen. So, merk dir diesen Typ, merk dir diese Szene mit diesem Typen, der sich die Hose runterzieht für Waage mit diesen Streifen, okay? Ich guck, der ist in meiner Klasse. Dann ein Afrikaner, Bruder, so arme, trocken. Ich so, fuck, wo kommen die alle her, aus welchen Löchern, ja? Das ist international, also, Bruder. Jetzt, wir fahren ins Apartment. Ich hatte damals polnischen Coach, Jacek hieß der. Der hieß Jacek, der war brutal. Der hat mit Sachen, der hat ganz komisch gearbeitet. Ist das der Coach von Zietzler? Nein, andere. Okay, okay. Aber die Polen, ich schwör's dir, die machen geile Sachen, weil die machen alles anders. Die, ja, wir haben darüber damals... Ja. Die arbeiten komplett anders. Und ich hatte... Die Hälfte drin, als das, was ich bei unser besser aus, meines Erachtens nach. Die Hälfte. Ich habe die Dennis James mit 350 Prop gewonnen. Okay? Tränenmasteron war auf 175. Das kommt alles im Trailer. Oder du weißt, das ist Pipifax. Ne? Das ist Pipifax, ja. Ja, stimmt, kein, du hast... Kein Wachs oder so ein Scheiß, gar nichts. Du hast mir mal was gezeigt von einem polnischen Trainer, wo ich gesagt habe, wow, der arbeitet ja ganz anders. Weil, das ist, Bruder, das Kindergarten. Diese Testodosierung, das nehmen manche... Egal. So, pass auf jetzt. Wir fahren zurück ins Apartment nach der Waage. Meine Cousine hat mir ein fettes Blech gebacken. Cinnamon Rolls, selber. Mit Frosting und so eine Scheiße. Liebe Grüße, Ginga, du weißt. Meine Mom hat mir ein Blech Apfelkuchen gemacht, polnischen. Wir fahren mit Transit von meinem Vater ins Apartment. Die ganzen Süßigkeiten sind drinnen, so im Auto. Wir gehen in Apartment, machen Farbschicht drauf, Os und ich gegenseitig, bla bla bla. Irgendwann, Os steht so auf, meint der, wo ist Autoschlüssel, Bruder? Ich so, da, was willst du? Meint der, ah, ich lade ein bisschen auf mit ein Stück Kuchen. Bruder, ein Stück Kuchen. Er kommt, er bringt diese zwei Bleche mit. Weißt du, was dann passiert ist? Das war ein Tag vorm Wettkampf. Wir fressen den gesamten Blech leer. Wir waren wie im Film. Kennst du so, wenn ein Haifisch sieht eine Bluttropfen im Meer? Und dann ja, aber auf, warte ja, mal. Ey, ich hatte einen Ladeplan mit meinem Coach, ne? Und ich war so hungrig, weil das war so eine lange Prep. Und ich esse diesen Kuchen mit jedem Biss. Und ich denke mir so innerlich, du Idiot, was machst du gerade da? Du fickst gerade 20 Wochen Vorbereitung. Einen Tag vorm Wettkampf, nur weil du die Gegner gesehen hast. Was tust du da? Ich fress diesen Kuchen, Alter. Komplett. Bruder, ganze Blech war weg. Und wir haben schon geladen. Ja, aber du sahst geisteskrank aus. Bruder, morgens früh, ich stehe auf, ich habe die beste Form meines Lebens. Hey, Bruder, jetzt will jeder diese Cinnamon Rolls und Kuchen essen. Bruder, und ich hatte Trinkstopp 24 Stunden vorm Wettkampf. Und dann siehst du noch, wie das Wasser rausgeht. Und ich wurde von Stunde zu Stunde härter. Und der Wettkampf, ich war jetzt irgendwann abends 18, 19 Uhr dran, das war perfekt gepiekt. Und mein Coach damals, der weiß bis heute nicht, dass ich das gefressen habe. Wahnsinn. Das waren locker 4.000-5.000 Kalorien on top zum Ladeplan. Oh, aber Urs sah auch gut aus. Hat das bei dem auch so funktioniert?
Urs? Ah, Urs, ja. Urs. Ja, Urs. Urs, Urs sah auch. Ich habe Urs verstanden, Entschuldigung. Urs sah so aus. Oh, Bruder, wir sahen beide brutal aus. Wir sahen beide super aus. Er hatte immer so ein bisschen das Probleme mit seinen Beinen, weil der hatte Bandscheibenvorfall, weißt du? Und er konnte Beine nicht hart trainieren. Aber sonst obenrum, der war Motherfucker, Alter. Ey. Der war krass. Das ist richtig. Bruder, das muss man sich mal reinziehen, Leute. Der ladet auf. Das muss erstmal, jemand muss das erstmal machen. Bruder, ich hätte nicht die Eier dazu. Ich sag dir, wie es ist. Bruder, ich saß da, ich wollte einmal probieren. Ich wollte einmal abbeißen. Er ja auch. Er sagte, Bruder, ein Stück. Aus einem Stück wurde Amonaco im zwei Bleche. Hast du das schon mal öffentlich irgendwo erzählt? Oder ist ja, ich habe ein YouTube-Video darüber gemacht, wo ich genau diese Geschichte erzähle. Aber da war mein Kanal noch tot. Das hat, keine Ahnung, 5000 Aufrufe. Das kennt ihr. Geil. Das Video. Jetzt kommt der Cinnamon Blech. Hammer. Cinnamon oh, Man, Alter. Ja. Cinnamon ja. Man. Und dann, pass auf, wir gehen zum Wettkampf. Ich bin First Callout in der Mitte, Alter. Und der Typ mit den Streifen ist neben mir. Ich bin Top 5. Oder ich komme raus. Urs leider ins Finale nicht geschafft. Er so, Bruder, du bist Top 5. Ich so, laber keinen Scheiß. Doch, du musst dich gleich fertig machen, gleich ins Finale, nochmal Vergleich. Ich so, laber nicht. Dann am Ende, die zählen die auf. Platz 5, der und der. Platz ich weiß 4, das. Der und der. Ich kenne das. Oder ich stehe da. Bruder, ich stehe da. Ich habe gerade Gänsehaut. Sieht man nicht, aber ich habe gerade Gänsehaut. Ich schwöre dir, am ganzen Körper habe ich Gänsehaut. Auf einmal nur noch drei Leute. Irgendeiner, ich weiß nicht, und der Typ von der Waage mit dem Streifen im Arsch. Ich so, ey, geil, Alter. Mir war schon alles egal. Ich so, Junge, Top 5, wie geil ist das denn? Die zählen weiter auf. Auf einmal stehe ich nur noch mit dem Typen da. Alleine, nur noch wir beide. Es geht um Platz 1 und 2. Auf einmal wird der Typ Zweiter. Und ich gewinne die Scheiße. Oder das ist der schönste Moment in meinem ganzen Leben gewesen. Dieser Augenblick. Bis heute der schönste Moment, den ich jemals hatte. Krass. Das war auch das letzte Mal, ich geheult habe. Ich habe meine Mutter angerufen. So, ich habe meinen Vater angerufen. Ich konnte gar nicht reden. Kennst du, ich konnte gar nicht reden. Aber krass. Ja, und dann Gesamtsiegerstechen. Ne? Dann ging es um die Pro-Card. Dann hat Chris Taylor gewonnen. Manche haben mich auf eins gesehen, manche ihn. Er war halt knüppelhart, ne, wirklich. Warte mal, war der Chris Taylor war aber nicht netti, oder? Irgendwelche Naturalleute waren doch auch da. Nein, nein, das war kein netti, Bruder. Nein, das war ein Ja, der ist sehr, sehr erfahrener Athlet. Chris ja, Taylor. Ich weiß, das ist, liebe Grüße, er folgt dir und mir, ich sehe das manchmal. Der war krass. Der war aber von hinten sah aus wie Skeleton, Alter. Der war brutal hart. Bruder, der sah aus. Sein Gesicht war Death Race. Kennst du diesen schwarzen Spider-Man? Nee. Diesen Bill, Bruder, ach so, Venom, diese, der ist aus wie, doch, Bruder, der ja. Aus wie Venom, nicht Spider-Man, wie Venom. Ja, wie Venom, ja, das stimmt. Der sah krank aus, Bruder. Der sah krank aus, der sah wirklich ja, gut ja. aus, ja. Der war furztrocken, hinten, partiert. Der ist so ein Deathface hinten. Ich habe genau. Backstage habe ich ihn aufpuppen sehen, ich habe seine Wangenknochen hier gesehen, seine ja, Muskulatur. Ja. So krass war die. Okay? Ja, und dann, Bruder, als ich das gewonnen habe, dann habe ich natürlich Blut geleckt, weil ich wusste, was in mir steckt und ich wusste, was ich für ein Potenzial habe, ne? Und dann fing das auch alles an mit Social Media und so weiter, so langsam. Langsam, wirklich ganz, 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 ganz langsam. Weil allein Wettkämpfe gewinnen, du weißt selber, das bringt dich nicht nach vorne. Social Media technisch. Es sei denn, du stehst auf Mr. Olympia-Bühne. Das ist was anderes. Ja, aber guck mal, zu der Zeit war, also da war aber Bodybuilding immer noch? Oberste Prio. Oberste Prio. YouTube war noch gar nicht. War das mit YouTube angefangen? Januar 2020, das war tatsächlich 2 Monate nach dem Wettkampf. Was war dein erstes Video, weißt du das noch? Ja, 13.000 Kalorien Cheat Day Vlog. Ist der doch bis heute auf deinem Kanal? Ja klar, das ist eins meiner geilsten Videos, feiere ich bis heute. Okay, krass, ich habe ein paar gelöscht, du lässt ein paar drin und finde ich krass, finde ich gut. Nee, das okay. Habe ich drin gelassen. Ich habe sogar auf das Video eine Reaction gedreht. Und die Reaction hat mir aufgefallen. Ey! Scheiße, Digga. Das ist so, ich drehe Videos, du machst Reactions, deine Reactions haben mehr Aufruf als meine Videos. Ja. Das ist so bitter, Monat, das ist so krass. Okay, ja, pass auf. Ja, so, abgehakt. Ey, Bruder, Bodybuilding wäre der Gang, ist krass. Ist gut. Ja, da kam ja noch eine Saison kam ja noch mit Stefan Kienzel. Ja. In London. Wie war da die Zusammenarbeit? War okay, war gut? Ich war sehr, sehr zufrieden tatsächlich. Antworttechnisch Erdem-Style. Also bei mir, ich weiß nicht, wie das mittlerweile ist, aber ich schreibe dem
maximal 5 Minuten Antwort. Er lebt wie ich vielleicht am Handy. Er lebt am Handy, Bruder. Diese Handy ist bei dem integriert. So. Ja, wie, ja. Er ist Wettkampftag ebenfalls. Er war die ganze Zeit erreichbar. Form hat hingehauen. Ich sah brutal aus. Aber ja, du sahst gut aus. Da ich durch diesen Rebound so viel aufgebaut habe, es war die schwerste Prep meines gesamten Lebens, Digga. So. Ich war 6 Wochen auf 1 Stunde Cardio. 3 Wochen auf 2 Stunden Cardio plus Schichtarbeit, nicht vergessen. Ne? Und ich hatte locker 10.000 bis 15.000 Schritte am Tag und ich war am Ende unter 2.000 Kalorien, Bruder. Yo, ich kann mich daran, warte mal, Bruder, warte. Kannst du schon den Schwitzanzug erinnern von MMA? Warte. Ey, Bruder, war das dieser Wettkampf, wo du da Magen-Darm oder so hattest und wo du dann Das war... Bruder, warum lachst du? Bruder, ich habe das eine Bild im, Handtuch? Ja, aber es gab von dir irgendein Bild da, wir haben es da gut weil irgendwie Weisheiten hatte, glaube ich, das gemacht, dass da irgendwie auch Piotr, irgendwas... irgendwie haben mich genannt, irgendwie Piotr haben die mich genannt. Ja, so, irgendwas war, das war, das war dieser Wettkampf, ne, wo du da echt... Genau, also ich habe London mitgemacht, London war ganz anderes Niveau als auf Dennis James, die Jungs auf der Insel, Bruder, diese Engländer, die sind krank, ja, die sahen brutal aus, ich wurde leider nur Fünfter. So, ich bin natürlich mit dem Ziel hingefahren, Profi zu werden, natürlich. Krass. Und ich wurde nur Fünfter. Und 3 Wochen oder 2 Wochen später bin ich nach Polen gefahren. Das war meine beste Form ever. Und einen Tag vom Wettkampf kriege ich 40 Grad Fieber. Und ich habe aus dem Arsch gepisst. Ja, Mann, irgendwas da war. Oder ich hatte 3 Wochen Durchfall. Ich hatte Campylobacter, das ist so eine Darmbakterie vom Hähnchen. Wenn du, verdorbenes Hähnchenfleisch isst. Krass. Hat das weißt du, was mein Fehler war? Hm. Es gab mal so einen Fleischlieferanten, so einen Tiefkühlfleischlieferanten. Und ich, Idiot, habe dieses Fleisch einfach viel zu lange auftauen lassen. Das hat schon gestunken. Kennst du, wenn du zu lange auftauen lässt? Ich, Idiot. Normalerweise, du taust auf, musst schnell verarbeiten. Das lag darum. Ich riech dran, das riecht schon so. Sei egal. Heißt du, Fritteuse 5 Minuten länger, diese Bakterien sterben aus? Boah, ja, ist das davon gekommen? Ich habe mich selber gefickt. Krass. Ja, und dann, Bruder, ich bin 1100 Kilometer mit dem Auto nach Warschau gefahren, Waage gemacht, musste fasten, alles hat hingehauen, beste Form meines Lebens und bin schön wieder zurückgefahren, ohne am Wettkampf teilzunehmen. So, jo, damit stimmt, hat sich die Seasons haben sich damit erstmal erledigt. Dann war erstmal Feierabend. Leider. Okay, was ist dann passiert? Aber kam da schon, hast du da schon Ansturm von, hast du schon gemerkt, dass Social Media steigt zu dieser Zeit? Natürlich nicht jetzt, genau, aber... Genau eine Woche vor London habe ich bei MP unterschrieben, mein Sponsor, wo ich bis heute bin. Und da fing das langsam so an. Ich habe mit dem iPhone habe ich Vlogs angefangen zu machen, so Prep-Vlogs. Feiere ich bis heute die Videos, Alter, die sind geil. So wurde einfach mit iPhone so, yo, was geht ab, ich mache mein Cardio... Hier ist mein Essen, ich bin jetzt beim Training. Stimmt, du warst auch bei mir mit iPhone und hast gevloggt. Das, iPhone, Gimbal, Mikrofon. Yo, genau. Du hast iPhone-Style gehabt. Yo, ja, stimmt, ja, aber krass. Das, Bruder, ganz ehrlich, für alle Jungs, die zugucken, mit YouTube anfangen wollen, die aktuellsten iPhone, sei es 13 oder 14 Pro, reicht völlig aus für Vlogs. Ihr könnt damit brutale Videos machen. Es kommt nur auf den Cutter an. Wenn ihr einen guten Cutter habt, könnt ihr... Und ich habe alles selber gemacht, ne? Darf man auch nicht vergessen. So, und dann kam halt diese Social-Media-Geschichte mit YouTube. Ich habe diese Vlogs gemacht. Und du weißt, Prep zieht immer ein bisschen Hype, die Leute feiern das. Es kriegt Nachrichten von manchen, die sagen, ey, ich gucke mir immer noch deine Prep-Vlogs an, das motiviert mich. So, du siehst mich mit diesem abgemagerte Gesicht. Ja, Mann. Ich mache Cardio mit diesem Schwitzanzug von MMA, damit ich mehr Gewicht droppe und so. Dieser Anzug, ne? Ja, Mann. So, und dann, dann habe ich, habe ich angefangen mit den Videos. Und du musst dir vorstellen, YouTube war bei mir... Ich habe ja 2020 Januar angefangen, dann kam mal ein Video, dann kam 3 Monate gar kein Video, dann kam ein Video, dann kam wieder 2 Monate kein Video. Ich habe das aus Spaß gemacht. So. Ich habe mir niemals gedacht, damit überhaupt einen Cent zu verdienen. Okay? Ich habe mir niemals gedacht, dass das Ding irgendwann platzt. Und dann eines Tages, das war im Sommer letzten Jahres, wir reden jetzt schon, 2020 ist zu Ende, letztes Jahr Sommer, Stefan, mein Brudi, der ist der auch die ersten Videos von mir gefilmt hat, der auch die ersten Videos mit mir geschnitten hat.
Der meint, ey Bruder, wir haben kein Content mehr. Du hast alles durchgedreht, du hast jedes Training abgefilmt, du hast alles gegessen, was man essen kann. Mach mal eine Reaction. Das war seine Idee. So als Lückenfüller machen wir eine Reaction. Vielleicht wird lustig. Bruder, ich mache Reaction auf Kevin Volta. Bam, 100.000 Aufrufe. Ich guck und der Schnitt war 5.000 bis 10.000 meine Videos. Wenn ein Video 10.000 hatte, war schon krass. War sehr, welches Video krass. War das? Weißt du das? Bruder, das war Kevins tiefster Punkt und ich habe nochmal reingetreten, ja, auf asozial. Muss man ganz offen und ehrlich klipp und klar sagen. Ich habe das in dem Fall schlau gemacht, eklig gemacht, aber ich stehe bis heute zu meinen Worten, die ich damals gesagt habe. Ja, ich kenne Kevin mittlerweile persönlich. Wenn die Kamera aus ist, ist der super sympathisch, ist ein cooler Typ. Wenn die Kamera läuft, wie bei übrigens bei vielen aus der Szene, sind das Schauspieler. Also manche spielen die Show gut, manche spielen die Show zu übertrieben gut. Ich verstehe das auch, Bruder, ich bin auch Entertainer. Du ebenfalls. In manchen Reactions haue ich auch auf die Kacke, damit ich die Leute zum Lachen bringe. So, ich könnte auch sitzen und auf Pause drücken und sagen, ah, korrekt. Oder ah, scheiße. Du musst entertainen. Aber manche, nicht nur Kevin, abgesehen von Kevin, so nichts gegen ihn, kein böses Blut. So, ich habe auch Kevin aktuell auch so, ich verstehe mich gut mit ihm. Man muss entertainen, das ist normal. So, aber man darf halt nicht übertreiben. Ich finde, man sollte sich immer selbst treu bleiben. Ja, und dann kam die erste Reaction, die ist geplatzt. Mein Stefan, mein Bruder, meinte, mach noch eine, Bruder. Ich mach die zweite auf Johnny Münster. Wieder in eine Woche 60, 70k. Jetzt kommt der ausschlaggebende Punkt. Ich mache die dritte auf Paul. Bruder, eine Woche 100.000. Und dann sitze ich mit Johnny und sage, ey Bruder, wir ziehen das jetzt durch. Eine Reaction die Woche, scheißegal. Wir haben das gemacht, konstant. Ab und zu mal auch was anderes, ein Vlog oder so. Und dann kam schon diese Spitzname Reaction Boss. Und ja, aber warte. Ja. War da schon die Verletzung auch? Naja, das kommt noch. Pass auf. Dann bin ich ja zu dir gefahren. Ich Idiot. Und dann, Idiot. Haben wir die krasseste Reaction gedreht bis heute. Das Ding hat, das wird dieses Jahr, glaube ich, schon 500.000 haben. Stoffer reagieren auf Paul Unterleitner ist der Titel von uns. Lass doch mal an Paul an dieser Stelle nochmal Danke sagen. Ne? Paul, ey, wenn du das siehst, Rudi, ich weiß, du guckst nicht, aber trotzdem. Oder ohne Paul Unterleitner hätte ich mir den Stuhl nicht gekauft. So, Paul, danke, ne? Ja, der zieht auch, ne? Also Paul, der Unterleitner, der... Überleitner. Überleitner. Ja, und dann war ich ja bei dir. Wir haben trainiert, haben Schultertraining gemacht. Böse Zungen behaupten, dass meine Schulter deswegen kaputt ist. Aber jetzt mal, das ist ja unser Running Gag. Meine Schulter ist durch das jahrelange schwere Bankdrücken gefickt worden, Alter. Du weißt ja selber, du machst das auch, die Faxen. So, ja. Und ich glaube, mein Körper ist nicht dafür gedacht, solche schweren Gewichte zu bewegen, weil ich merke das jetzt im, oder ich merke das im Knie, ich merke das jetzt an der anderen Schulter. Ja, wir haben die Reaction abgedreht, wir haben das Trainingsvideo abgedreht, dann bin ich nach Hause, dann bin ich in Urlaub gefahren, geflogen, kam aus dem Urlaub wieder und habe mir bei den Seitheben die Schulter abgerissen. Und dann kannst du dich noch an meine Worte erinnern? Du so, Bruder, du musst jetzt irgendwie YouTube Gas geben. Ja, Bruder, ja, guck mal, Leute, lass mich das erzählen, das ist das, worauf ich hinaus will. Ich habe mir das vorgestellt, was passieren würde. Weil, also zu der Zeit wurden wir immer enger. Und ich habe mir vorgestellt, okay, was würde ich an seiner Stelle tun? Wenn ich jetzt mich so verletze und ich kann keinen Sport machen, was mache ich? Was soll ich tun, Digga? So, und ich habe dir doch noch ein Memo gesetzt. Bruder, ich weiß, es ist scheiße, aber nichts passiert ohne Grund. Finde was oder mach was. Damit du immer auf dem Laufen, also damit du noch im Gespräch bleibst. Und ich schwöre dir bis heute, und dahinter stehe ich, Bruder, diese Verletzung hat dir in die Karten gespielt. Ja, wenn man das heute so sieht, ich weiß, eine Sache fehlt dir und mir, und das ist dieses Bodybuilding, dazu komme ich gleich noch später. 100%. Aber guck mal, darauf würde ich sagen, nichts passiert im Leben ohne Grund. Ja. Früher oder später wird alles sich ergeben und ich schwöre dir, ich weiß nicht, wie es sich entwickelt hätte, wenn das nicht wäre, aber war da der Punkt, also erstmal, was hast du dir da gedacht? Hattest du Existenzängste? Dachtest du, okay, fuck, was mache ich jetzt? Nein, Bruder, ich war ja ganz normal am Arbeiten, das darf man ja nicht vergessen, dazu wollte ich ja auch noch kommen. Ich war in der gesamten Zeit fulltime in Schichtarbeit und ich habe natürlich des Öfteren mit dem Gedanken gespielt zu kündigen. Weil so ich habe dir das immer gesagt. Du hast gesagt, ich traue mich nicht. Ich traue mich nicht, Bruder. Ich habe einen Festvertrag als Chemikant. Das ist heutzutage Gold wert. So keine Leiharbeitsfirma, sondern Chemikant.
Bestvertrag, keine Leihbude. Und ich habe irgendwann waren die Zahlen gut, meine Verträge wurden besser, was das Sponsoring angeht. Coaching war auch besser. Ich habe ein bisschen Coaching gemacht, mache ich bis heute noch. Natürlich nicht in dem Ausmaß wie du. Ich begrenze da die wirklich, weil meine Kapazitäten sind nicht so, weil ich halt viele Standbeine habe und das wird dann halt zu viel. Und dann habe ich geguckt, ich so, okay, so, du machst jetzt mit deiner Nebentätigkeit mehr Geld als mit deinem Hauptjob langsam. Und da wurde mir einiges klar. So. Und es ist, die Rakete zündet gerade erstmal. Es geht gerade erst los. Okay? Und durch diese Verletzung, ich erzähle dir jetzt die Story, wie das passiert mit der Verletzung überhaupt. So, ich habe mich ja verletzt und war erstmal langzeitkrank geschrieben. Ich musste operiert werden an der Schulter. Okay? Jetzt ist mir eh egal. Vertrag ist gekündigt. Ich bin weg. Also erzähle ich jetzt die Story. Falls mein Arbeitgeber das sieht, diese Bastarde gucken sowieso meine Videos. Die haben die auch geguckt, als ich noch im Angestelltenverhältnis war. Ist mir egal, Alter. So, die haben genug Leute verarschen in diese Drecksfirma. Pass auf. Geil, dass ich auspacken kann. Ich weiß, das tut gerade richtig gut. Ich merke das schon. Das ah, das tut richtig gut. Oh, ich liebe das. Pass auf. Ich wurde am 11.11. operiert, 11. November, fast ein Jahr her. Und ich konnte, theoretisch könnte ich schon im Januar arbeiten. So, oder ich bin zum Arzt gegangen. Ich konnte so machen, Bruder, so. Ich bin zum Arzt gegangen. Herr Doktor, ich krieg meine Hand nicht hoch. Geht nicht. Kein Problem, ich schreibe sie krank. Durchgezogen bis März. Langzeitkrank. Wie viele Monate? Oder ich war 4-5 Monate krankgeschrieben. Ja. Bernhard war 4-5 Monate krankgeschrieben. Bernhard, okay. Sagen wir, Bernhard war 4-5 Monate krankgeschrieben. Bernhard war 4-5 Monate. Pass auf, dann. Und irgendwann ist so, boah, jetzt, da ist das ja geplatzt mit YouTube, weil ich das gesagt habe, was du gesagt hast. Ich habe gesagt, Bruder, jetzt. Ich werde Gas geben, ich kann nicht mehr trainieren. Dafür mache ich jeden Tag eine Reaction oder alle 2 Tage, ich ziehe das durch, damit das klappt. Wenn ich schon nicht trainieren kann, mache ich wenigstens, gebe ich da Gas. Ich habe jetzt die Zeit und ich war wirklich kurz vorm Burnout. Ne? Vor der Verletzung, wo ich bei dir war, war ich kurz vorm Burnout. Ich hatte Schichtarbeit, ich hatte Coaching und ich habe die Videos selber geschnitten, Bruder. Und ich habe für eine Reaction habe ich 8 Stunden gebraucht. Krass. Ich habe das alles selber gemacht, irgendwie selber gemacht. Mir hat keiner geholfen. Ich habe paar Jungs haben mir geholfen. Auch ein lieber Marcel, den habe ich durch Insta kennengelernt. Der hat meine Titel gemacht und Beschreibungen und so weiter. Der hat sich sehr, sehr viel Mühe gemacht. Dafür hat er bei mir gratis Coaching bekommen. Geil. Marcel. Geil, Marcel. Wir haben uns gegenseitig geholfen. Das sind Jungs, die vergesse ich nicht, Alter. Egal, was passiert. Ja, und ich war kurz vorm Burnout, Bruder, weil das war zu viel. Arbeit, dies, das. Ja, da kam die Verletzung. Ich habe Gas gegeben. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist der richtige Moment, um zu kündigen. Aber jetzt Kündigung schreiben, 3 Monate Kündigungsfrist, zum Arzt rennen, dies und das. Und ich hatte eh schon eine Abmahnung wegen Meldepflicht. So, ich habe einmal Krankmeldung zu spät abgegeben. Ich so, weißt du was? Ich erscheine einfach nicht, die werden mich kündigen. So, und dann ist es so passiert. Die haben mich dann auch noch viel zu spät, die haben das nicht mal auf dem Radar gehabt. Ich war so lange krankgeschrieben, Bruder. Stimmt, das hast du mir erzählt. Die haben mich vergessen, Bruder. Ja, und dann irgendwann wurde ich fristlos gekündigt. Und als ich diesen Brief in der Hand hatte, weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe meine Jungs angerufen. Ich so, Jungs, wir haben was zu feiern. Wir gehen jetzt saufen. Genau so. So, ich trinke sehr, sehr selten Alkohol. Ich so, normalerweise Leute heulen, weinen oder haben Angst, wenn die eine Kündigung erhalten. Ich war in dem Moment der glücklichste Mensch. Ich habe diese Kündigung gehabt. Ich habe meine Jungs genommen, wir sind in die Stadt gegangen, wir haben Cocktails getrunken, wir haben einen drauf gemacht. Warte, aber wusstest, also war da schon der Plan, was du machen willst, oder war das immer noch ein Sprung ins kalte Wasser? Das war Risiko, aber es war durchdachtes Risiko, weil ich habe ja die Zahlen gesehen und ich wusste, die Zahlen passen. Ich wusste, okay, ich kann meine Miete bezahlen, ich komme von A nach B, mein Kühlschrank wird voll sein. Und mehr brauchst du erstmal nicht im Leben. Richtig oder falsch? Richtig. Ich hatte keine Existenzängste. Ich konnte leben, ich konnte Miete zahlen, das war's. Ich konnte meinen Sport machen. Krass. So. Und dann, als ich gekündigt habe, ist es komplett explodiert. Ja, aber warte. Wo, also, das war aber die Zeit, wo du verletzt warst. Wie lange warst du verletzt?
Wie lange konntest du nicht trainieren? Ich habe im März wieder angefangen, die rechte Seite zu belasten. Also ich habe insgesamt den halben November nicht trainiert, den gesamten Dezember, den ganzen, nee, Entschuldigung, ich laber Scheiße, im Februar. 3 Monate habe ich nicht trainiert. Ich habe aber eine Seite trainiert und Beine, das habe ich gemacht, irgendwann. Okay, hast du, und dann, aber in der Zeit, wo du nicht trainieren konntest, kamen die ganzen Reactions. Genau, die kamen ja auch schon vorher, aber da kamen die halt verstärkt, vermehrt. Ich habe mich mehr da reingehangen, ne? Okay, ist es, wenn du heute zurückgucken musst, was war aber der, oder was war für dich so der Ding, wo du gesagt hast, okay, das Ding, also war das das Video mit Kevin oder war das das Ding mit Paul oder gab es so einen Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay, Digga, das ist meine Schiene, das Ding wird komplett durch die Decke gehen? Das war tatsächlich, nach dem Video mit Kevin ging es los, nach der ersten Verhörfolge. Kevin hat dich ja im Verhör. Genau, man darf nicht vergessen, Verhör ist dein Format. Genau. Ne? Das ist dein Format, wo ich auch war, so, das ist dein, also jeder hat YouTuber bei dem Format, wie ich jetzt den Podcast mache. Ist nichts neu erfundenes, ja. Nein, aber ja. Verhör, aber es ist quasi das Verhör aus der Fitness- und Sportszene in Deutschland. Das ist, ja, das ist mein, ja, so. Genau so. Und da war das Ding, wo du gesagt hast, okay, das Ding schießt, das ist das. Verhör ist geschossen und es war für mich so eine Angst, das Ding zu drehen, das Ding zu veröffentlichen. Ich saß da, das wurde am 25. Dezember, am ersten Weihnachtstag wurde das veröffentlicht, oder ich saß da so im Bett, hab die ganze Zeit aktualisiert, Kommentare, so, und hab gelesen. Was schreiben die? Weil ich wusste, dieses Video, entweder dieses Video ist der Start in eine Karriere oder dieses Video ist ein Untergang. Weil ihr dürft nicht vergessen, Kevin hatte zu der Zeit, jetzt mittlerweile nicht mehr so, aber zu der Zeit ein sehr, sehr, sehr schlechtes Standing. Ja, ich will dazu einhaken. Sehr schlechtes Standing, Bruder. Ich habe dir sogar gesagt, ich so, Bruder, mach, Digga, das nicht. Mach das nicht. Ja. Weil ich so, nein, nicht in dem Ton, aber ich so, weil, guck mal, du hast dir ja nichts zu Schulden kommen lassen. Also du bist, ich kann mich an das Gespräch perfekt erinnern. Ich habe dir davon erzählt, ganz stolz. Und ich habe dir aber auch gesagt, Bruder, das ist ein Risikoding. Weißt du noch? Ich so, entweder es platzt oder es geht nach hinten los. Und du hast gesagt, Bruder, pass auf, ich würde es an deiner Stelle nicht machen. Ich so, ist mir egal, entweder oder, Alter, alles oder nichts. Entweder es klappt jetzt oder nicht. Gut, dass du auf mich nicht gehört hast. In dem Fall gut. In dem Fall gut, gebe ich zu. Ja, aber man soll immer auf seinen Instinkt hören. Okay, kennst aber du die Geschichte eigentlich, wie es zu dem Dreh kam? Das ist auch geil. Nee, du hast einen Anruf gekriegt, wenn ich mich nicht irre. Ich habe einen Anruf bekommen von meinem Sponsor und gesagt, jo, wir haben jetzt hier einen neuen Athleten, der will gerne mit dir ein Video machen. Ich so, der? Ich so, nein, mit ihm drehe ich kein Video. Doch, das mach mal, der will mit dir gerne drehen. Ich so, nein, ich drehe mit ihm nicht. Ich so, was denn? Ich mach 3 Reactions über den, erzähl, wie scheiße der ist, was der für Scheiße labert. Jetzt soll ich auf einmal mit dem pumpen gehen? Auf keinen Fall. Das war der Punkt, wo du und dann, über ihn... Und ich war gerade ich saß vor lange im Auto, weil ich war in Paris auf dem Wettkampf vom Kumpel, der hat da BJJ-Wettkampf gehabt, vom guten Freund. Und ich sitze im Auto, vor lange auf Autobahn, kennst du dann nach diesem Gespräch, du machst dir Gedanken und dann so, stopp, was ist denn, wenn du den so ekelhafte Fragen stellst und der packt komplett blank? Das wäre für dich geil und am Ende für ihn auch geil, weil er ist wieder ehrlich und packt aus. Ja, findest du nicht, dass, da knüpfen wir kurz an, dann machen wir weiter. Ich habe das Gefühl, dass das Verhör die Leute sogar ins bessere Licht rücken lässt, weil die Klartext jeder sehen. Jeder, der bis jetzt da war, selbst ein Heiko Kalbach, bekommt Sympathie bei den Leuten. Jeder, ausnahmslos. Man darf an dieser Stelle nicht vergessen, dass, also zum Beispiel, als ich das Verhör hatte, ich wusste gar nichts. Das ist nicht geskriptet. Ja. Also der hat mir nicht eine Frage hat er mir vorher gestellt oder so. Du sitzt da und du weißt wirklich nicht, was passiert. So. Ja. Das du ist weißt, so. Es sind unangenehme Fragen, ja, aber du weißt echt nicht, welche. Aber ich bin so korrekt bei dir, auch bei den anderen. Ich frage vorher, Digga, willst du die Fragen haben oder nicht? Ich empfehle dir, die Fragen nicht zu bekommen. So, die Leute mit Eier sagen, ich will sie nicht. Von den gesamten Verhörfolgen gab es eine Person, die wollte das haben. So, ist aber egal. So, eine Person wollte die haben, die Fragen. Welche? Vorher, der wollte die sehen, eine Person. Achso, ja, das ist egal. Ja, das ist egal. Ich habe gesagt, rasier mich weg.
Ich schwöre, ja, habe ich ja, gesagt. Genau. Der hat gesagt, ja, ist doch Rasier mich weg, mach volle Gas. Okay, ja, ist nicht schlimm. Okay, okay, da, da war der Punkt, wo du gesagt hast, okay, shit. Und jetzt kommt der Punkt. Hast du da schon gemerkt, was um dich herum passiert oder was du da also was du da so, nö, was ist so? Nein. Nicht? Ja, aber nein, wie ist das Gefühl, wenn du morgens aufstehst und siehst, das sind 100.000 Klicks? Leute, man darf nicht vergessen, wir kommen aus einer wir kommen aus einer Branche, wo einfach mal 100.000, 200.000 Klicks brutal viel sind. Weil wir sind eine, ja, eine, Bruder, nicht Fitness, du kommst aus einer Hardcore-Bodybuilding-Szene. Jetzt und dann, mittlerweile bin ich bei den Netties unterwegs. Ja, also wir sind mehr bei den Game Bath und Netties unterwegs als in der Hardcore-Szene. Aber hast du da schon, oder frage ich mal anders, hast du dich mal hingesetzt und überlegt überhaupt oder mal wirklich nachgedacht, okay, Digga, was ist da passiert eigentlich? Bruder, weißt du, was ich letztens gemacht habe sogar? Ich habe mich abends, weil mittlerweile ist es so viel Input, ich gucke meine eigenen Videos nicht mehr. Ich gucke nur noch die Verhöre und so Special-Sachen gucke ich mir gerne an oder Vlogs. Aber so Reactions gucke ich mir immer das Intro an. So, weil ich drehe die ja und einen Tag später kommt das direkt online. So, wir sind Maschinen, Alter. Mein Cutter, der ist eine Maschine, mein Team. Ich habe wirklich ein ganzes Team hinter mir. Das unterstützt mich auch krass. Wir geben da wirklich, wir machen Randale, Alter, ja. Ich glaube, so wie ich randaliere auf YouTube, da, Bruder, ich penetriere die Leute mittlerweile. Das ist schon so viel. Du kommst nicht hinterher. Ja, ich weiß auch nicht, Bruder, ich weiß nicht, wer was kommentiert. Ich lese mir auch keine Kommentare. Ja, durch. Ich bin da. Ich also bin da. Nicht alle bei Abu William Kanal, das ist der Twitch-Kanal, da nicht. Aber Hauptkanal lese ich mir schon durch, weil das Feedback ist auch für mich natürlich interessant. So, aber letztens habe ich mich abends auf, ich hatte Feierabend, ich habe alles fertig, ich habe mich auf Couch gelegt, habe mir eine Reaction von mir angemacht und ich wollte mir das angucken und selber wissen, warum die Leute das gut finden. Warum? Ich habe mir das anguckt als neutral und dann ist erstmal so komisch manchmal, sich selbst zuzugucken, wie man redet, vor allem länger. Ich habe mir 2, 3 Stück hintereinander anguckt. Bruder, ich saß da und dachte mir so, Bruder, keine Ahnung, warum die das feiern. Ich weiß es nicht. Ja, aber warte mal. Okay, ja, es ist lustig manchmal, so, aber ich dachte mir so, Digga, warum feiern die das? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Egal, aber die feiern es, das ist die Hauptsache. Das ist aber guck mal, jetzt kommt der Punkt, guck mal, ich kann mich an meine Zeit erinnern, ich mache das mittlerweile, also ich gucke mir meine Kommentare durch, weil mir Feedback wichtig ist, aber bei so viel Input, was du hast, würde ich es auch nicht schaffen. Ich schaffe ja nicht mal 2 Videos die Woche zu drehen, wegen den so wie ich die Coachings mache, machst du YouTube, das ist einfach so, darauf will ich gleich hinaus, aber wie hast du das, also ich habe das ja mittlerweile, ich blende Negatives aus, weil du kannst nicht alle zufriedenstellen. 100%. Ja, weil es gibt, guck mal, entweder mögen dich Leute oder die mögen dich nicht. Natürlich gibt es Leute, die du irgendwann umstimmst, weil die sagen, hey, warte mal, der ist gar nicht so scheiße, der ist, der ist Killer, also es ist ja geil. Und dann gibt es vielleicht Leute, die sagen, okay, das, was du heute machst, feiere ich nicht, das, was du früher gemacht hast, habe ich mehr gefeiert. Das gibt es ja auch, das ist ja, Meinungen ändern sich. Aber mir kommt das auch so rüber, du bist abgehärtet geworden, was dieses Negative angeht oder dieses. Also ich finde, nein, guck mal, ich will das anders formulieren. Dein Mindset, so wie ich dich gekannt habe, weil ich denke jetzt keine, so manchmal gab es Sachen, die dich auch getriggert haben oder mich auch, aber ich habe immer gesagt, weißt du, Bruder, steh drüber, ist egal, mach dein Ding, man greift nur den an. Mittlerweile habe ich das Gefühl, du bist da gefestigt. Voll, du bist so, voll, Bruder. Du bist so, du kannst mir nichts, in dem Sinne von, oder es geht mir nicht mehr so nah. Weil ich kann mir vorstellen, weil Bruder, guck mal, du machst, wie viele Videos machst du die Woche? Ich mache 4 am Tag bei Abu William Kanal. Und also Abu William Kanal, für die Leute, die es nicht wissen, das ist mein Zweitkanal. Ich gehe ja live auf Twitch 3-mal die Woche, insgesamt 12 Stunden. Warte, kommen 4 Videos am Tag online bei Abu William? 3 bis 4, ja, ja. Am Tag? Ja, am Tag. Ja, mein. Okay, warte. Ja, guck mal, ich gehe ja, ich bin ja noch am Stream, so. Nicht so wie du, ich streame regelmäßig. Das ist wie meine feste Arbeitszeit. Genau, ich will da gleich hinaus, Digga, weil du hast, weil was viel, und ich bin und einfach. Auf dem Hauptkanal habe ich alle 2 Tage ein Video. Also droppst du 20 Videos mindestens in der Woche? 20, 30 Videos? 20 ist drin, ja. Digga, das ist geisteskrank. Das sind 100 Videos im Monat. Ja, Bruder, aber das ist auch, ja, das kommt hin. Ja, aber das sind natürlich auch, das sind natürlich auch voll die Flops dabei, ne? Ja, aber das ist ja normal. Das ist ja, aber es sind natürlich auch Kracher dabei. Das ist normal. Ja, das, weil ist, das, okay. Ist, das okay. Ist die Anzahl, ne? Ja, weil, guck mal, ich will, das ist so ein interessantes Thema, weil dann merkt man so dieses,
was macht das mit einem? Jagst du noch die Klicks? Ja, was ist, also, weil, guck mal, ich kann mir das so vorstellen. Ich jage nicht die Diamond, das ist das falsche Wort. Nicht die Klicks. Ich meine damit, pass auf, ja? Ich gebe dir ein Beispiel. Du machst ein Video auf deinem Hauptkanal und du siehst, es kommt nicht so gut an wie die anderen Videos. Ist es noch ein Part, der dich triggert oder der sagt, okay, ich muss was anderes machen? Weil oder bist du da so abgehärtet? Das sind zwei völlig verschiedene Videos. Die Hauptkanalvideos und die Clips vom Stream sind komplett anders. Die Hauptkanalvideos sind erstens von der Qualität viel krasser, von der Aufnahmequalität. Da, vom Schnitt her, die werden ja noch geschnitten, da kommen Memes mit rein, Effekte mit rein, ein geiles Intro. Und die Clips-Dinger, da rede ich quasi zu 80% mit dem Chat von Twitch und du kannst den Chat mitlesen. Das sind eigentlich nur Highlights aus dem Twitch-Stream. Ja, so für Leute, die keine Zeit haben, live zu kommen, die haben halt die Chance, sich das dann auf YouTube in ihrer Freizeit anzugucken. Weil nicht jeder kann um 20.30 Uhr abends bis 12 Uhr vorm Rechner hängen oder am Handy, wenn die Frau daneben sitzt oder die Kinder spielen oder er selber irgendwie noch was zu tun hat oder auf der Arbeit ist. So, und deswegen habe ich das halt so gemacht. Natürlich, klar, du schlägst damit zwei Fliegen mit einer Klappe, aber du bietest den Leuten auch, bietest denen quasi noch mehr Content an, for free, wenn die Zeit haben, ne? Okay, die aber nicht Zeit haben für den Stream. Okay, aber wie sieht dieses Pensum, was du da an den Tag legst? Weil ich weiß ja zum Beispiel, bei der GmbF hast du sogar Druck gehabt, du sagst, Bruder, ich muss streamen. Ich kann nicht, ich muss streamen. Wie sieht so eine Woche aus? Wie sieht so ein Tag aus? Wie ist das strukturiert? Ist das, wenn du zurückdenkst vor 2 Jahren oder du hast die Arbeit, die du hattest, findest du den Druck, den du jetzt hast oder das Arbeitspensum brutaler? Weil man darf nicht vergessen, viele sagen immer nur, man sitzt vor dem Stuhl. Nein. Aber Digi, guck mal, als ich Twitch würde ich ja gerne machen, aber mir fehlt gerade die Zeit, das ist anstrengend, 3 Stunden zu streamen, Alter. Stell dir mal vor, Bruder, du hast einen richtig, richtig beschissenen Tag gehabt. Alles läuft schief. Und du weißt, gleich warten 500 Leute auf dich. Die warten, die campen, die fragen, ey, du bist gleich, wo bist du? Du kommst gleich, die warten auf dich. Du kommst rein, du kannst nicht mit so einer Schnauze da sitzen. Du musst performen, du musst abliefern. Heißt nicht so, dass ich mich vor der Kamera verstelle, aber ich gehe rein und durch diese Community, egal wie scheiße der Tag war, es wird lustig. Bruder, manchmal, ich fliege hier vom Stuhl und lache mich behindert. Ich lache hier Tränen, ich will nicht wissen, was die Nachbarn hier denken. So, die denken sich, was führt der für Selbstgespräche um Mitternacht? So, egal wie geil, durch diese Community wird der Tag wieder geil, weil der Chat ist geisteskrank. Es ist einfach nur lustig. Da entstehen, so eine Dynamik ist entstanden, Memes sind entstanden. Du hast es selber gesehen, wie die Leute sich im Chat mittlerweile nennen. So, wir haben unsere eigene Sprache erfunden in diesem Chat. Das ist unfassbar geil. Ist es eine andere Community wie Instagram und YouTube? Komplett. Komplett, Alter. Das ist völlig irre. Komplett. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass Twitch so viel Spaß machen kann. Wirklich. So, und ich nehme das verdammt ernst. Einfach, weil ich sehe das natürlich mittlerweile als mein Job. Ich sehe mich nicht als Influencer. Ich sehe mich als Streamer, /YouTuber. Ja, Influencer sind für mich Leute, die SmileSecret verkaufen mit Rabattcode 50%. Das sind für mich, oder diese Love Island, damit verbinde ich irgendwie immer den Influencer. Du bist für mich auch kein Influencer. Du bist für mich ein Coach, ein Bodybuilder. So, Influencer ist was anderes. Weißt du, was ich meine? Ja, wir machen darüber auch Spaß, aber ich weiß, dass es... Ja, du weißt, was ich meine. Ja, weil ich habe gestern... Der typische Influencer, oder der typische Influencer ist ein fauler Bastard. Ja, ich hab gestern mit Alex, oder war das mit Alex, glaube ich, habe gesagt, Digga, ich sag, der Junge, der muss auch reißen. Der hat auch... Das ist, weil ich habe zu Alex gesagt, ja, gestern war das, wir haben darüber geredet. Ich so, guck mal, ich glaube, der hat feste... Du hast festes Twitch-Star-Zeiten. Ja, das ist deine Arbeit. Dann, dieses YouTube-Ding ist auch deine Arbeit. Da ich habe weniger Freizeit als vorher. Ach, darum, als ich gearbeitet. Darauf wollte ich hinaus. Ich habe weniger Freizeit als vorher. Ja. Hast du Druck, abzuliefern? Nein. Nein, weil ich mittlerweile so selbstsicher bin in dem, was ich mache. Es ist schon zur Gewohnheit geworden. Ich setze mich hin, drücke auf Stream starten und es läuft einfach. Ja, aber hast du auch Druck, irgendwo zu versagen? Also Versagen im Sinne von... Nein. Okay. Ich weiß, so was ich manchmal habe, natürlich, man liegt abends im Bett und denkt man so, es kann von heute auf morgen alles vorbei sein, weil ein Hype ist da und ein Hype geht auch schnell weg. So, aber dann denke ich mir wiederum, okay, wenn es vorbei sein sollte,
Ich habe immer noch meine Ausbildung in der Tasche. Das ist wirklich der Notfall, 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 Notfallplan. Auch wenn ich mir mittlerweile das gar nicht mehr vorstellen könnte, in eine Firma zu gehen und zu arbeiten. Weil du weißt, wenn man einmal selbstständig war, ist es schwer, irgendwie wieder in den normalen Arbeitsalltag reinzugelangen. Das ist, glaube ich, psychisch wäre das sehr, sehr hart, wieder ganz normal einen 9-to-5-Job zu machen. Und mittlerweile weiß man auch, dass man auch selber Business irgendwie selbst kreieren, gestalten kann. Aber ich weiß, dass es, solange ich gesund bin, solange ich ein Dach über dem Kopf habe, ist mir das scheißegal, Alter. Bei der Reichweite, die du kreiert hast, weil wir reden ja von, das ist ja, also es ist ja nicht zu verleugnen, das sind ja Zahlen, Zahlen lügen nicht. Hast du, natürlich weitet sich da auch das Spektrum oder das Blickwelt von Blickbild, also von Leuten, mehr Augen sind auf dich gerichtet. Hast du mal, du weißt, wir haben viele Leute hier sehen, wir haben viele auch Leute hier sehen. Ist ja das, was ich meine, ja. Ja, aber hast du Angst vor so einer Hate-Welle, die durch irgendwas ausgelöst ist, vielleicht was du gar nicht verursachen wolltest oder was falsch ankommen kann? Also ich gebe dir ein Beispiel, was mich so, wenn du eine Reaction machst und du hast dazu deine Meinung oder du sagst irgendwas, aber aus irgendeinem Grund wird das ins Schlechte gezogen und du kriegst voll den Hate ab bei dieser, weil guck mal, du darfst nicht vergessen, viele Leute sehen dich auch gerne oben, aber ich kann mir vorstellen, dass es echt viele Menschen gibt, die dich auch unten sehen wollen, Buddy. Darüber mit haben wir Sicherheit. So, und weißt du, ich das meine, wenn so viele Augen auf dich gerichtet sind, hat man da diesen Druck auch oder hat man irgendwo die Angst, okay, es kann auch nach hinten losgehen, weil so viele Augen auch zugucken? Das würde mich echt interessieren, was in deinem Kopf so vorgeht, was das angeht. Beispiel, du machst ein Video wie Kevin Wolter mit Drachenlord. Nur ein Beispiel. Ja. Und du warst hier. Und damit schießt du dich voll ins Aus. Hast du vor sowas? Nein. 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 Aktuell nicht. Auf keinen Fall. Weil ich bin ja auch nicht auf den Kopf gefallen. So. Ja, aber. Also, ja, ich mache mir natürlich Gedanken, was ich wann sage, was ich wie sage. Und ich gehe. Digga, ich stichel sehr oft. Ich stichel fast in jeder Reaction. Aber es ist Witz und Humor. Und Gott sei Dank hat die Szene sich so entwickelt. Die werden nicht mehr so ernst. Die werden, ja, Mann. Oder ich nenne Tim Budesheim voll den Bauer in der Reaction. Was passiert? Tim Budesheim schreibt mir und fragt, ob wir zusammen trainieren sollen und das filmen sollen. Ja, weil, so. Aber das haben wir... Mittlerweile das die Szene, die ist so geil geworden, weil ich finde es cool, dass Leute mit Humor umgehen können. Weil was bringt das, den ganzen Tag schlecht gelaunt zu sein? Natürlich stichel ich, aber ich gehe nie unter die Gürtellinie. Ich stichel auf respektvoller Ebene. Ja, weil, das ist der Unterschied. Weil mir schreiben manchmal Leute immer, also wenn die uns sagen, du und William habt die Szene gelockert. Du und William habt die Szene gelockert. Ja, weil auch diese Netti-Sache. Ja, ich meine, du hast jetzt nochmal zur Spitze getrieben, okay, weil da sind riesige... Oder du hast ja, du bist ja da komplett rein... Ey, oder der da muss man wieder reinziehen, bitte Leute. Der geht da auf den GBF-Wettkampf, der sitzt da neben Behrendt in so einem... Scheiße, oder ich kommentiere mit ihm den Livestream von der GmbF. Hättest du das jemals geglaubt, Bruder, dass das passiert? Nee. Ich hätte das sogar vor einem Monat noch nicht geglaubt. Nee, ich schwöre. Er schickt mir ein Foto mit GmbF-Pulli. Er sagt, Bruder, wie findest du mein Hoodie? Ich sage, ich gucke, er schickt ein Foto in den Behrendt. Da muss man sich mal reinziehen. Diese Entwicklung, das muss man sich mal sacken lassen. Jetzt mal einfach mal so drüber darüber nachdenken. Okay, bei mir ist... Ich kann das nicht realisieren, immer noch nicht, ne? Immer noch nicht, wirklich nicht. Immer noch nicht. Aber was ist der Antrieb aber? Das, guck mal, das muss man ja, es gibt eine Sache, die uns beide verbindet, das ist so, das sage ich jetzt auch offen. Unser drittes Bein? Nein, unser drittes Bein nicht, aber durch diese Arbeit, die wir tun, nicht mit der Coaching, sondern mit den Streamings, ist eine Sache, gerät da echt in den Hintergrund. Und wir haben vorhin schon telefoniert und das ist einfach das Bodybuilding. Eigentlich, wie wir in die Szene reingekommen sind und zu was sich das entwickelt hat am Ende. Und ich schwöre dir, ich weiß es, guck mal, ohne dass wir darüber richtig reden, ich weiß es, dass es dich trotzdem juckt, dass du das nicht mehr auf dieser Ebene zeitlich auch irgendwo oder irgendwie ausüben kannst. Aber, ich weiß, was du meinst, aber es ist bei uns tatsächlich da, es gibt einen kleinen Unterschied. Bei dir ist es wirklich Zeit. Ich sehe das ja selbst. Bruder, ich bin zu dir gefahren für einen Stream. Ich bin bis heute enttäuscht. Wir haben ein Video gestreamt zusammen. Bis heute bin ich sauer auf dich, okay? So. Du hast mir versprochen, du kommst zu mir. Egal. Ich weiß, bei dir ist es wirklich die Zeit, weil du nimmst das sehr, sehr ernst. Du hast kaum Zeit. Bei mir ist es einfach,
keine Ahnung, ob das Auge ist von irgendwelchen Leuten oder was weiß ich. Bei mir passiert einfach so viel Gutes passiert, passiert auch ganz viel Scheiße bei mir. Immer passiert irgendwas. So, okay? Und ich hatte privat sehr viel um die Ohren. Dieses Jahr ist mein schlechtestes Sportjahr ever. Scheiß mal auf diese OP letztes Jahr, weil letztes Jahr sah ich unfassbar gut aus. Vor der OP, das war meine beste Form. Mit dem Gewicht, ich wog 115 Kilo, hatte ein Sixpack. So sah ich noch nie aus. Du weißt selber, als ich bei dir war. Ich war gut in Form. Brutal, ich hab's dir gesagt. Nach der OP ging es bergab. Und das Problem ist, dass irgendwie immer was ist. Ja, ich habe zum Beispiel seit Februar kann ich nicht mehr richtig Beine trainieren, weil mein Knie ist gefickt. Davor die Schulter. Dann hatte ich einen Umzug. Der Umzug hat mir die letzten Nerven geraubt. Dann ziehe ich frisch um. Bruder, was passiert? Ich kriege einen Wasserschaden. Ich lebe 3 Wochen. Wasserschaden. Oder ich habe eine nagelneue Küche. Ich lebe 3 Wochen ohne Küche. Wie willst du dann dein Essen preppen? Wie willst du was machen? So, das heißt, und natürlich auch diese Ausflüge immer. Ich bin mal in Berlin, mal bin ich in Frankfurt, mal drehe ich da was. Aber das beiseite. Wenn du alles timest und planst, du kannst sauber essen, du kannst überall trainieren. Das ist keine Ausrede. Aber dass halt immer irgendeine Scheiße passiert, sodass ich halt nie 100%, ich gebe 100% und dann bin ich wieder eine Woche krank, als Beispiel. Und das ist dieses Jahr wirklich ganz, ganz übel bei mir. Ich beobachte das und kann es manchmal, ich telefoniere manchmal mit meiner Mutter so und denke mir so, Mama, ich so, das, egal wie viel Gutes gerade passiert bei mir im Leben, meine Eltern, die supporten das auch krass, die sind auch unfassbar stolz, was ich mache, finde ich auch geil. Aber genauso passiert viel Scheiße, Alter, so was den Sport angeht. Und das fuckt mich ab, weil, oder ich kann nicht auf diesem fucking Stuhl sitzen, über die gesamte Szene reden und aussehen wie ein Lauch. Natürlich, für den Otto-Normalverbraucher sind wir stabile Jungs. Aber wenn man einmal mit 115 in Form war und jetzt mit 105 nicht mehr in Form ist und 10 Kilo weg sind, das ist schon ein bisschen komisch, so, weißt du? Ja, das, ist das was, was dich stört? Ja, schon, doch. Doch, doch mich das fuckt auch. Schon ab. Das fuckt schon ab. Das fuckt schon ab. Das fuckt ab. Das, weißt du, wann das auch abfuckt, wenn ich auf eine Evo Classic fahre und sehe, wie gut die Leute aussehen? Das ist so. Aber meinst du, oder das? Ich war letzte Woche auf der GmbF, ich kam mir vor, wieso? Wie ein Lappen. Ja, okay. Das ist mir gesagt. Ja, das ist zu mir. Schlimm, schlimm. Aber guck mal, ist das nicht paradox? Meinst du, es ist sehr, sehr paradox, weil guck mal, wenn du so siehst, ist unsere Reichweite höher gewesen als zu unserer Zeit, wo wir brutal gut aussahen. Oder du jetzt in dem Fall. Und jetzt hast du mehr den Augenmerk, also du bist reichweitetechnisch oder communitytechnisch viel mehr gewachsen, aber irgendwo auch nicht durch Bodybuilding. Wenn du, also weiß ich das mal, ist es was, was dich stört? Ja. Nimmst du das dann? Das ist mir klar. Es sei denn, du bist ein Urs, der zu Mr. Olympia fährt, oder ein Leonidas, der 200 Kilo 70 mal Kniebeuge macht. Mit einem guten Körper generierst du keine Reichweite. Du generierst Reichweite mit der Persönlichkeit. Wenn du dazu noch einen guten Körper hast, ist das natürlich Doppelpluspunkt. So, bei dir ist es genau wie bei mir. Du siehst brutal aus. Du bist, finde ich, du bist ein Charakter für sich. So, du bist wie so eine Actionfigur. Man erkennt dich schnell wieder so. Du hast krassen Wiedererkennungswert. Und das Wichtigste ist deine Persönlichkeit. Und bei mir ist das genauso. Ich bin fucking Entertainer, war ich schon immer. Ich saß in der Schule ganz hinten in der Ecke und habe irgendwelche Witze gemacht. Und die Leute haben sich kaputt gelacht. Ja, das stimmt. So, ich war auf jeder Party. Ich war der, der die Leute zum Lachen gebracht hat früher. Und jetzt sitze ich hier rum und erzähle Scheiße und die Leute lachen. Ich bringe die Leute zum Lachen. So. Und das ist das, was Reichweite generiert. Du musst halt Mehrwert bieten. Zum Beispiel gestern hat mir irgendein Follower ein Reel von sich geschickt und meinte, ey, kannst das bitte posten in deine Story, bla bla bla. So, lieber Junge, ich gucke mir das an, weil wirklich, ich supporte Jungs, die geile Sachen machen. Ich gucke mir diesen Reel an, da steht irgendein Text und der macht Beinstrecker. Ich mache dem eine Memo. Und Bruder, mittlerweile ist das bei mir so, ich komme den Nachrichten gar nicht hinterher. Ja, leider, ich auch, leider. Ich habe über 1000 Anfragen. Das ist kein Spaß. Ja, ich glaube. Ich komme nicht hinterher, aber manchmal, natürlich guckt man so durch. Ich tue das, was ich tun kann. Ich gucke mir dies an und ich mache dir eine Memo. Ich so, Brudi, nimm das nicht böse, aber du bietest keinen Mehrwert oder du entertainst nicht, wenn du ein Video machst, wo du Beinstrecker machst, 3 Wiederholungen und da irgendeinen Text hinschreibst. Guck, dass du Mehrwert bietest, guck, dass du Leute unterhältst. Dann supporte ich sowas auch gerne. Es ist nicht so, dass ich niemanden Hack gönne. Ich gönne jeden Hack. Jeden. Wenn einer coole Sachen macht, ich gönne jeden, ich supporte jeden. Aber wenn da Sachen kommen, 0815 Sachen, die jeder Zweite machen könnte, sage ich dir ganz ehrlich, supporte ich nicht, weil es ist für mich nichts Besonderes. Wenn du dich von der Masse unterscheidest, ich supporte das. 100%.
Finde ich krass, finde ich gut. Sehe ich genauso. Ist so. Egal, wo ich bin. Egal, ob ich 1000 Follower habe oder 1 Million. Ich würde denjenigen supporten, wenn es geil ist. Könntest du dir vorstellen, das ein Leben lang zu machen? Das ist eine krasse Frage, weil die stelle ich mir selber. Ich weiß ja nicht, wo die Reise hinführt. Ja, aber hast du Ziele, die du verfolgst? Jetzt mal ehrlich, so, wir reden jetzt nicht von wie irgendwelchen. Hast du Ziele, die du wirklich so verfolgst? Also so, weil ich stell mir das manchmal schwer vor. Das ist wie so, ich weiß auch nicht, wo die Reise hingeht, sage ich dir ehrlich. Ich habe keine Ahnung. Mir fehlt auf jeden Fall der Sport. Ich bin seit 2 Wochen wieder drin. Das siehst du an meinem Gesicht, hast du ja gesagt. Weil man setzt sich irgendwo immer wieder neue Ziele. Aber würdest du behaupten, du bist von anderen Videos abhängig, die Szene macht? Das ist eine sehr gute Frage. Ja. Ich denke mal, wenn ich mich ins Zeug legen würde, würde ich auch mit normalen Vlogs auch durchkommen, mich durchbeißen, nicht nur mit Reactions, weil ich sehe das selber, oder ich war auf der GmbF, da kommen Leute zu mir und sagen, ey, du bist die lustigste Person, die ich kenne, oder wegen dir schaffe ich mein Kabel. Ja, aber wegen deinen ist Videos. Dir auch... Und ich denke mal, wenn ich, sagen wir, Reaction werden verboten, du darfst keine Reactions mehr machen. Ich glaube, ich komme auch mit anderen Sachen, würde ich gut überleben. Ja, weil ich will, darüber will ich hinaus und ich gebe dir jetzt auch den Hack dazu, was das angeht. Kriegst du jetzt hier von mir so. wenn man mal überlegt, wer alles Reactions macht, manchmal Alex und ich nehmen auch Videos, damit wir das drin haben, von Twitch machen, das ist so aktiv wie du. Budi, man darf nicht vergessen, deine Reactions, die knallen halt einfach. Das ja, heißt, danke. Es, na warte, damit will ich dir sagen, wenn du 10 Menschen hast und alle 10 machen eine Reaction, kriegt nicht jeder 10 die gleiche Reichweite. Das heißt, irgendwo ist es auch die Persönlichkeit und die Person, die das verbindet, dass das durch die Decke geht. Ja, das ist 100%. So. Guck mal, ich habe unter jedem Video findest du mindestens einen Kommentar, wo einer schreibt, hast keinen eigenen Content, sitzt du nur auf Stuhl rum, du redest nur. Setz dich hin, mach. Ich biete denjenigen mein Büro. Mach, nimm auf. Oder das kann keiner. Natürlich kann das irgendeiner, aber die meisten würden das nicht hinkriegen. Dass das ansehnlich ist, dass es lustig ist. Das ist so vor allem, ich biete ja nicht nur Entertainment, ich biete auch Mehrwert, weil ich habe Ahnung von dem, was ich sage. Ich habe Ahnung von der Materie. Ich habe 12 Wettkämpfe gemacht. Ich weiß, was abgeht. Verstehst du? Ich weiß über Essen, ich weiß über Stoff, ich weiß über Supplements, ich weiß über Training. Ich weiß über Liebe, ich weiß über dies, ich weiß über das. Oder ich bin 31 Jahre alt. Ich habe Erfahrung. Meine Zuschauer sind Anfang 20. Ich kann dir was auf den Weg geben. Ja, das ist das, was die meisten, die das sagen, oder die könnten gar nichts aufnehmen. Ist es, ja, nein, ich verstehe, das so. Hoffentlich hinaus. Setz dich hin, du Internet-Rambo, und mach. Zeig, dass du es besser kannst. Dann halte ich meine Schnauze. Okay, aber aktuell sehe ich keinen, der es besser macht. Und nee, ich weiß, Eigenlob stinkt. Aber ich beobachte das ja auch. Manchmal schickt mir einer was, oh, guck mal, du kriegst Konkurrenz. Ich gucke mir das an, wenn es geil ist, ich würde es supporten, ich würde es feiern. Finde ich nicht geil. Nein, das ist schon, also es ist es und das ist, schon, ist absolut nicht böse gemeint. Es ist schon, also das ist schon, wie gesagt, dein Team und so, das ist schon krass gemacht. Das ist schon sehr, sehr brutal. Die Thumbnails alleine sind schon. Bruder, wir arbeiten wirklich 24/7, das ist irre. So. Das ist, weiß gar nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt. Doch, ich kann mir das vorstellen. Allein mach mal. Ja, du weißt. Was ich versuche, den Leuten zu zeigen oder zu sagen, ist, ich glaube, die Leute wissen gar nicht, was hinter so einem Ding alles steckt. Ja. Das ist so. Ja. Das ist nicht einfach hinsetzen und hast du nicht gesehen. Bist du noch da? Ja, ich bin da. Du bist noch da. Das versuche ich in dieser Podcast-Folge zu signalisieren. Es ist nicht jemand einfach, der vor diesem Stuhl sitzt und das so macht. Mhm. Das ist. Du darfst auch nicht vergessen, du hast Verantwortung. Du hast vielleicht Leute, die du auch bezahlst für die Sachen, die du machst und hast du nicht gesehen. Das darf man nicht vergessen. Wie ist... Wir sind von der Frage abgewichen, Bruder, mit Ziele. Ja, jetzt, ich wollte gerade sagen, wie ist jetzt die Schlussfolgerung darauf? Was ist so dein Ziel? Hast du Ziele? Einfach die Scheiße weiterzumachen, solange es geht, weil es einfach unfassbar viel Spaß macht, Bruder. Das wäre so ein Ziel. Nein, wenn man jetzt materielle Ziele sieht, würde ich gerne schon irgendwann Eigentum haben. Ja, meine Mom hat ein großes Grundstück. Ich würde gerne neben ihr ein kleines Häuschen bauen. Geil. So, fein, das so ist mein fein. Größtes Ziel.
natürlich da auch irgendwo meine Eltern irgendwo finanziell unter die Arme greifen, wenn es so weitergeht. Das wäre auch ein großer Wunsch. Mache ich auch teilweise mittlerweile schon, des Öfteren. Und ja, Digga, einfach so weitermachen, wie es läuft. Es macht einfach unfassbar viel Spaß. So, das ist mein Ziel. Und was wirklich in mir drin ist, immer noch der verdammte Bodybuilder, Bruder. Ich will einmal einen letzten Tanz will ich machen und den mache ich auch. Egal, wie viele Leute auf mich mit dem Finger zeigen werden, egal, ob ich Shitstorm abbekomme für meine Form oder sonst was, ich werde, wenn alles gut ist, wenn Gott so will, einmal noch einen Wettkampf bestreiten. Ich will das. Ich brenne dafür innerlich. Wenn ich diese Wettkampffarbe rieche, sei es GmbF oder NPC-Meisterschaften, ich will auf diese verdammte, ich will einmal auf die Bühne. So, verstehst du? Ja, ich fühle, was du sagst. Das Problem ist Muss, 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 muss. Problem Fühlt ist mich aber um. auch, da auf dem Niveau, da muss auch drumherum alles passen. Du kannst jetzt nicht zum Beispiel einfach eine Prep Bruder, starten sag dir eins. Ich sag und dir eins. Wenn ich keine Verletzung hätte, ja, würde ich jetzt sofort in Prep gehen. Sofort. Aber ich kann nicht schwer beugen, ich kann nicht schwer Beinpresse machen und langsam fängt meine andere Schulter an, Faxen zu machen. So, komm ich. die operierte Schulter ist mittlerweile schmerzfrei und die unoperierte ist nicht mehr schmerzfrei. Verstehst du? Komm gar nicht zum Schultertraining hier hin. Bleib da, wo du bist. Okay, ey, ich habe eigentlich meine Fragen abgearbeitet. Ich habe noch zwei, drei am Ende. Aber Jo. die Community, aber ich finde es krass. Siehst du, Ja, war ein geiler Talk. hast du das schon mal so irgendwo erzählt? So ausführlich tatsächlich Ich nirgendwo. find's, ich find's. Und ich könnte, oder die Zeit ist ja mal richtig geflogen, Alter. 1 Stunde 20, krass, ne? Ja, ich könnte mich noch stundenlang weiter unterhalten. Das ist so. Ich finde es aber gut, dass du einmal so Na, offen da. ich mag auch mit dir zu quatschen, Alter. Du bist ein cooler Gesprächspartner. Ich küsse Mag dein ich. Herz. Angenehm. So, guck mal, Fragen für Was kommt jetzt? Community. Nee, Community-Fragen, mach, ja, okay. Community-Fragen. Deine Community hat Yalla. gefragt. Yalla. Die erste Frage direkt hast du beantwortet. Willst du nochmal auf die Bühne? Safe. Okay. Safe, safe. Wie reagiert deine Familie zu deinem Hype oder zu dem, wo du gerade stehst? Kriegen die das mit? Realisieren die Anfangs, das? ich weiß nicht, ob die genau wissen, was abgeht so. Die sehen, okay, der Junge hat Erfolg. Also Vater, Mutter, safe, die wissen ganz genau, meine Cousine auch. Aber jetzt zum Beispiel meine Oma oder meine Tanten und so, ob die genau, oder meine Familie in Polen, ob die wissen was, ich glaube, die checken das nicht. Ich glaube, die verstehen das nicht. Ich glaube, die denken so, der macht ein bisschen YouTube, so, just for fun, hat seinen Job gekündigt, der Idiot, was macht der da, der Spasti, so. Aber Mutter, Vater, so, die Leute hier bei mir in Wuppertal, aus Deutschland, die wissen schon, was abgeht, doch. Und was ich krass finde, die waren von Tag 1, meine Mutter, ich rede jetzt von meiner Mama, weil das ist so, Mutter ist Mutter, du weißt. Mama ist Mama. Mama ist Mama, So, Digga. sie hat von Tag 1 nicht einmal gesagt, mach das nicht oder sei vorsichtig oder pass auf. Die hat von Anfang gesagt, mach. Wenn du merkst, es funktioniert, ich stehe hinter dir, mach das. Mach das, was dich glücklich macht, mach. Ich sehe, du hast Spaß, ich sehe, du hast Erfolg, mach das. Sie war nicht einmal skeptisch oder einmal misstrauisch. Nicht ein Geil. einziges Mal. Mein Vater, weißt du, wie mein Vater drauf ist? Der Ey, kennt alles. Der kennt jeden. Ich rufe den an. Was machst du? Ah, nix. Ich sitze auf Couch, gucke er dem Trainingsvideo. der ist so, Oder der ich rufe ist. den an. Was machst du? Ey, dieser Leonidas, ne? Der ist ja richtig stark. Mein Vater kennt, der ist 54. Der kennt jeden. Der kennt die Der gesamte, der ist kennt die drinne. Szene besser als du. Der ist Der hat drinne. YouTube, der hat YouTube-Account, der hat alle abonniert, der guckt, der suchtet alles durch. Der Geil, kennt feier ich jeden und aber. alles. Ich feiere das unnormal. Feier Aber ich aber. der kommt auch zu Dennis James. Walla? Ja, Geil, klar. Walla feier ich. Die werden ein Normal. paar Fotos mit ihm machen, ich schwöre. Ja, Achso, Mann, ja, Mann, ja, Mann. das kommt jetzt nach der Dennis James. Samstag ist Dennis Ja. James. Heute, Dennis James Stimmt. war schon. Hey, Leute. Ja, Ja. danke auf jeden Fall für das, was da passiert ist. So, findest du, dass der angestiegene Bekanntheitsgrad negativ oder positiv ist? Bis jetzt habe ich nichts Negatives davon zu spüren bekommen, ja. Und auch das erst, eigentlich habe ich auf die Frage gewartet, die kam nicht, wo der erste Zeitpunkt war, wo ich realisiert habe, was eigentlich abgeht. So, ich Das dachte, diese kommt Frage wird hier. kommen. Ey, das Ach kommt so, hier. okay, Entschuldigung, okay, ja, dann Das warten kommt wir. hier. Einer hat Nee, geschrieben. negativ ist gar nichts bis jetzt, ja. Klar, guck mal, sagen wir mal, du hast ein Date, okay, oder du bist mit deiner Familie unterwegs. Weil mittlerweile bei mir ist das wirklich krass.
vor allem in anderen Städten, wenn ich in Wuppertal so bei mir irgendwie nicht, ich weiß nicht warum, aber sobald ich, ist mir auch egal, aber sobald ich in andere Städte gehe, oder ich war sogar in der Schweiz, in einem Dorf, ich konnte nicht in Ruhe dort rumlaufen. Du wirst überall erkannt und das ist für mich krass. Manchmal, wenn du ein Date hast oder irgendwie mit Familie unterwegs bist, ist es ein bisschen unangenehm. Aber sonst, ich bin für jeden Handshake, für jedes Bild, für jedes Gespräch, für jeder, der mich erkennt, ich feiere das. Ich finde es richtig geil. Es macht Spaß. Weil ohne die Community wären wir nicht da, wo wir sind, Bruder. Und das darf man niemals vergessen. Okay. Dann wäre ich jetzt immer noch in der Fabrik. Das stimmt. Hier steht, das ist die Frage, oder haben wir mehrmals, wo kam der Zeit, oder wo, wann hast du realisiert, okay, Hype ist da. Fibo. Fibo war geisteskrank, Bruder. Und das Lustige ist, ich bin zu Fibo hingefahren, erstmal in dem Standing, was ich da bereits hatte, wäre niemand alleine dahin gefahren. Boah, ich fühle wie ein Löwe. Ich steige in mein 7er BW, ich fahre nach Köln. Damals war dieser Hype mit Gib mir zwei Wochen T-Shirts. Ich habe Merchandise rausgekommen mit Gib mir zwei Wochen. Leute, die das nicht wissen, wegen der Schulter-OP, jeder, der mich was gefragt hat, ich habe gesagt, gib mir zwei Wochen. Und auch diese T-Shirts sind extrem geplatzt. Der Verkauf war irre. Bruder, ich parke mein Auto auf der FIBO im Parkhaus. Okay? Hörst du mir zu? Ich höre dir zu, ich gucke die Fragen gerade an. Ich steige aus, fährt ein Auto an mir vorbei. Hey, gib mir zwei Wochen! Ich denke mir so, hä? Gerade, ich komme gerade an. Ich habe vom Parkhaus bis zum Stand 1,5 Stunden gebraucht. Geisteskrank. Ich habe von der Toilette zum Stand 1/2 Stunde gebraucht. Und Toilette war direkt gegenüber vom Stand. Und das war... Also FIBO, und da war das noch gerade am Zünden, die Rakete. Die war noch nicht da, wo sie jetzt ist. Die war noch gar nicht da, wo die jetzt ist. Und da dachte ich mir, Digga, irre. Und dann, was auch völlig surreal ist, dass man auf einmal mit Leuten an einem Tisch sitzt, beziehungsweise mit Leuten dreht, wo man sich jahrelang mit denen die Videos reingezogen hat. Sei es ein Johannes Lukas zum Beispiel. Ey, Mann, das hau doch meine Frage raus, Mann. Was soll das? Ich wollte dich fragen, das ist jetzt auch eine Frage, das ist aber von mir. Ja. Bist du da, also wie fühlt es sich an, dass Leute dich nach Videos fragen, wo du früher deren Videos geguckt hast? Das ist für mich immer noch surreal, das ist bescheuert. Ein Tim Budesheim, ein Fabian Mayer so, oder so Jungs. Wenn die schreiben dir, die fangen dir an zu folgen, das ist völlig komisch. Das ist. Ist es für dich so, es ist aber auch Bestätigung, oder? 100%. Bestätigung für das, was du tust. Natürlich. Ja, klar, natürlich. Okay. Aber ist auch geil. Ich mag diese Kollabos. Kollabos feiere ich sowieso, weil es gibt so viele verschiedene Persönlichkeiten, so viele geile Leute in der Szene. Und ich finde, man sollte einfach mehr zusammen machen. So. Zusammenhalt. Ich bin für Zusammenhalt, Bruder. Zusammenhalt in der Szene. Ja, aber wenn es auch Sponsoren erlauben von anderen. Ja, das ist eine andere Geschichte leider. Oftmals wird es nicht zugelassen. Aber das deswegen. Ist nicht das Thema. Okay. Warte. Was haben wir jetzt? Okay. Hier steht oft, was bietest du als Mehrwert? Deine Selbsteinschätzung? Habe ich gerade schon gesagt. Entertainment auf allerhöchsten Niveau. Ja. Ja. Dann natürlich auch Tipps im Bereich Bodybuilding. Ja, du machst Fragerunden auch. Du machst Fragerunden. Ach so, wenn du jetzt von Instagram ausgehst, ja, ich mache einmal die Woche eine Fragerunde. Alles. Ich mache einmal die Woche eine Fragerunde. Da gehe ich eigentlich auf alles ein, bis auf Stoffthematiken gehe ich nicht ein. Das überlasse ich dir. Und ja. Mehrwert, Bruder, Entertainment. Ich zeige in meinen Insta-Stories viel von meinem Privatleben auch so. Ich habe jetzt einen kleinen Hund geholt. Den zeige ich oft. Die Leute feiern den. Die haben ja auch in der Frage, ob Paco natural ist. Der ist voll gewachsen, Mann. Warte, der schläft. Der hat gerade seinen Mittagsschlaf. Paco, bist du wach? Warte mal. Komm mal her. Ja, komm mal her. Bist du wach geworden? Dem an, Bruder. Ey, warte, ich will so ein Foto, Digga. Warte. Guck mal, wie riesig der ist. Der freut sich, der ist gerade wach geworden. Ey, Bruder, der ist voll groß geworden. Guck mal, wie groß der ist, ja. Der ist riesig. Der ist riesig. Da ist die Kamera. Hey, Reaction und. Boah, Bruder, der sieht aber schön aus, ne? Danke dir. Der hat grüne Augen. Ui. Ui. Ja, der hat gerade geschlafen. Wir haben gerade große Runde spaziert, jetzt hat er gepennt. Ui, er ist ein Teenie. Guck mal. Der ist jetzt so langsam, wird der frech, kennst du, der hat diesen frechen Look. Ja, Pubertät. Dieses zerknautschte Gesicht ist langsam weg. Der wird langsam, ich hab den geholt, hatte der 9 Kilo, jetzt hat der 15. Das ist schon krass. Der wird ein Ochse. Okay, ja. Ey,
Es geht weiter. Yo. Ja. Es geht weiter. Ja. Warte. Was würde der William vor 5 Jahren den heutigen William sagen? Boah. Digga, jetzt hasst du mich, Alter. Jetzt hasst du mich. Der William vor 5 Jahren, dem heutigen? Ich schwöre, ich wüsste, was er sagen würde. Bruder, ich bin überfragt, Alter. Digga, also wenn der Adam vor 5 Jahren mich fragen würde, Digga, du hast rasiert, ich bin stolz auf dich. Das ist ja keine Frage, das ist ja eher, was würdest du ihm sagen? Nein, was würde ihn sagen? Nicht fragen. Ach so! Digga, der wäre sprachlos. Der hätte gesagt, was hast du gemacht, Junge? Was ist in dich gefahren? Wo bist du? Was machst du? Das ist so. Hast du Situationen im Leben gedacht oder gehabt, wo du dachtest, es geht nicht weiter? Oder so Downs? Downs war zu der Zeit, wo wir uns getroffen haben auf die Reactions. Da war ich ja, wie gesagt, ich war kurz vorm Burnout, weil ich zu viel Stress hatte. Ich hatte Arbeit, ich hatte YouTube, ich hatte Coaching, ich hatte meinen Sport und alles auf oberster Niveau betrieben, außer die Arbeit, ne? Die habe ich oftmals schleifen lassen, aber das war wirklich, ich war am Arsch, Alter. Ich hatte keine Freizeit. Mein einziger freier Tag war Samstag. Sonst war ich gefickt. Von Sonntag bis Samstag, bis Freitag war ich am Arsch. Ich hatte keine Freizeit mehr. Pass auf, ey, die Frage kam 6 Mal bisher. Ist William Mitglied bei den Hells Angels? Halla, hier. Ja, die Frage kriege ich auch oft. Nein, bin ehrlich? Ich natürlich nicht. Ja, die kriege ich sehr oft. Ich gehe nie drauf ein. Nein, bin ich nicht. Ich habe viele Freunde, das heißt Freunde, Bekannte, Jungs, Kumpels, trainieren bei mir im Gym. Man kennt sich. Ey. Man trinkt mal einen Kaffee, aber das war's. Ich bin kein Bandenmitglied, kein Rockermitglied. Ich habe nichts gegen die Jungs, alles nette Jungs, aber nein. Ich bin eher ein Hangaround, kann man sagen, wenn überhaupt. Okay, pass auf. Wir müssen mal weiter. Wenn du dich für eine Sache entscheiden müsstest. Ja. Also vom Content her. Ja. Welche wäre das? Oder Reaction? Ja, aber damit meint er, glaube ich, Twitch, YouTube, Instagram. Ach, puh. Boah, ja, oder die ist heftig, die Frage. Ich darf nur noch eine Plattform wählen. Ja. Oder Twitch, aber dann würde ich jeden Tag live gehen. Ehrlich, Twitch? Wenn ich kein YouTube Instagram mehr habe. Ich würde Twitch nehmen. Boah, weil du, weißt du warum? Weil du auf YouTube nicht mit der Community quatschen kannst. Du lädst ein Video hoch. YouTube und Twitch interagierst du die ganze Zeit. Instagram interagierst du auch. Aber du kannst da keine Videos droppen. Beziehungsweise du könntest da live gehen, weil das ist Müll. Ich hätte in der Twitch genommen. Macht aber am meisten Spaß. Würdest du behaupten, dass du mental in deiner besten Verfassung bist? Also in dem jetzigen Zeitpunkt? Ja, weil ich die Sache, es war für mich Hobby und jetzt ist es für mich Job und ich will abliefern, ich liefere ab und ich nehme die Sache verdammt ernst. Und ich schlafe nicht, Bruder. Während andere schlafen, bin ich am Machen. Und ich mache sehr viel. Das sehen die meisten nicht. Ich mache sehr, sehr viel. 24/7, so wie du. Ich bin am Machen, Bruder. Ja, ich kenne Jungs auch hier bei mir aus der Stadt, die haben enorme Reichweite, die machen YouTube, aber die machen zu wenig, die sind am Schlafen und wundern sich dann am Ende des Tages, warum es nicht geklappt hat. Okay, finde ich, ja, ich Bruder, ich schlafe selber nicht, brauche Bildschirmzeit, ich brauche es dir nicht sagen. Ich weiß. Aber wo kam dieser, Bruder, ich finde, du hast dich mental krass geändert. Ich sag dir das ehrlich, ich sag dir, wie es ist. Ich finde, das siehst du selber nicht, aber ich finde, du hast diese, du warst schon, sagen wir mal, ein Macher in der Sache, aber ich finde, du siehst es viel professioneller. Ja, da ist Feuer in dir. Ich bin reich geworden, was das angeht. Weil, guck mal, ich sag dir warum. Ich schwöre, ich sag dir warum. Weil ich habe mir das so gedacht. Ja, ich finde das. Samstag war UFC, Leute. Und ich habe zu William gesagt, William war bei GMF, der war von mir eine Stunde entfernt. Eine Stunde nur. Und ich wette, oder ich hole mal jetzt so weit aus, dass der William von früher gesagt hätte, Digga, fuck off, ich komme jetzt, wir gucken MMA, wir trinken, wir essen, wir rauchen Pfeife. 100%. Du hast aber gesagt, Bruder, ich muss streamen. Und da
hat mich gecheckt, okay. Willst du jetzt mal die ganze Wahrheit hören von diesem Abend? Von dem, ja, von dem Wochenende? Ja, da hast du gemerkt, okay. Oder ich hatte ein Hotel. Rap One hat mir ein Hotel bereitgestellt. Ich fahre dahin, das Internet, ich habe gesagt, ich brauche Internet. Die haben auch gesagt, ja, ja, wir brauchen selber Internet, weil wir müssen die Videos hochladen. Ich fahre dahin, ich mache Speedtest, komplette Katastrophe. Ich gehe runter, Rezeption, tschüss, ich gehe. Ich war in diesem Hotel eine Minute drin, habe auf eigene Faust zweites Hotel gesucht mit stabiler Internetleitung. Ich habe mich von da verpisst und ich war schon an diesem Tag 16 Stunden unterwegs. Ich war am Arsch gefickt, ich war total schaden. Ich bin dann nochmal 30 Kilometer weitergefahren, habe ein Hotel gesucht, habe da eingecheckt, bin nochmal für eine Stunde live gegangen und dann ist auch Internet dort abgecrashed. Am nächsten Tag, da wo du gefragt hast, lass mal UFC gucken, Bruder, ich bin zu Daniel Kubik in sein Airbnb, in sein Apartment, während die ganzen Jungs, die sind Restaurant essen gegangen, Steak essen und Pizza, habe ich mir sein Internet geschnurrt. So wichtig sehe ich das. Ich habe eine zweite Telekom-Karte gemacht mit dieser 5G Highspeed, MySpeed-Internet, damit ich mit unbegrenzt Datenvolumen, damit ich von überall in Deutschland arbeiten kann. So wichtig sehe ich das. Siehst du? Trotzdem ist Deutschland so ein kaputtes Land, was Internet angeht. Bruder, du hast überall scheiß Empfang. Weißt du, wie wohl ich mich hier fühle in diesem Schreibtisch? Weil ich weiß, hier läuft es. Ja, du wolltest. Selbst hier läuft manchmal schlecht. Du hast gesagt zu mir, ich komme nur, wenn gutes Internet ist. Da haben wir doch hier die Leitung gezogen. Oder ich bin zu Erdem gefahren mit einem 10 Meter LAN-Kabel, weil WLAN war mir zu unsicher. Ich habe gesagt, wo ist dein Router? Er hat gesagt, Router ist oben. Ich nehme 10 Meter LAN-Kabel mit. Ich habe extra für 50 Euro LAN-Kabel gekauft. Wallah, ja, hat er wirklich. Hat er wirklich vermisst? Okay, jetzt pass auf. Jetzt kommt was. Du bist ja, er hat zwei Fragen gestellt, fast drei. Ja. Er meinte, du warst ja früher so aktiv als Bodybuilder. Ich formuliere das jetzt ein wenig um, was er wissen will. Und du hast mit Substanzen auch gespielt. Heute sind diese Substanzen nicht mehr drin auf dem Niveau. Merkst du einen Unterschied mental? Boah, ich war so in meinem Film drin, Bruder. Für mich gab es nur Bodybuilding, weißt du? Du kennst diesen Tunnel. Ja. Yeah. Ich habe das nicht, ich habe das ausgeblendet. Ich habe auch damals, nein, Mann, ich merke keinen Unterschied. Weil das Ding ist auch, meine Preps waren nicht so vorbereitet. Du hast selber so eine ekelhafte Prep gehabt, ne, mit Hungern, Fasten ohne Ende. Also du hast am Ende, ja. Und wenn du in diesem Modus bist, du merkst nichts mehr. Du willst einfach, denkst nur an Essen, an nichts anderes. Vor dir könnte Jennifer Lopez stehen, in Top-Verfassung von damals. Du würdest die ignorieren. Du hast keinen Bock auf die, weil du willst einfach nur essen. Deswegen, nein, sage ich nein. Ich merke keinen Unterschied. Wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, Bruder, was viele nicht wissen, du weißt es, ich habe nie reingeschissen, was Stoff angeht. Ich war immer wirklich Mickey Mouse unterwegs und habe auch nie viel geballert. Wirklich. Ja, okay, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Ich war Mickey Mouse unterwegs. Ja, das stimmt. Ehrlich? Ich habe sogar meinen Stack gerade verraten, Bruder. Das war, weißt du? Ja, das kommt direkt in den Trailer rein. Ja. Safe. Ich Sachen interessanter als die. Ich mache zwei Trailer mit dir. Ich mache zwei Trailer. So, was haben wir noch? Was ist dein Beruf? Wie würdest du deine Berufung bezeichnen? Hab ich ja gesagt. Nein, Streamer. Er meint damit Streamer, er hat geschrieben Streamer, Reactor oder Influencer. Oder da ich so Reactor ist schon dieser Begriff, das ist mein Spitzname geworden mittlerweile, Reactor. Ich krieg ein Produkt, das heißt Reactor. Weißt du, was ich meine? Das finde ich. Reactor ist Reactor. Das ist Reactor, ja, Mann. Das ist okay, pass auf. Dann haben wir, okay, ja, hier krass. Guck mal hier, pass auf. Hat sich der William durch die Persönlichkeit durch dieses eine Jahr geändert? Sag du, beantworte du die Frage. Ich finde, du bist viel. Also, ich sag mal so, ich beantworte das so. Ich mach das richtig gut. Also was mir aufgefallen ist, ich habe das Gefühl gehabt vor 2 Jahren, dass du vielleicht das nicht so ernst genommen hast, weil du noch einen Job hattest. War ja auch so. Und ich finde auch, dass du, also früher haben dich andere Dinge ein bisschen gezögert, die heute an dir abprallen, was ich sehr positiv finde. Ja. Du machst das auch, das ist sehr professionell, das finde ich sehr gut, weil man greift immer den an, der den ballert, Brudi, das ist so. Außer die Mike Sommerfeld-Thematik, da habe ich nicht klarstellen. Ja, das stimmt, aber das ist auch dein Hack, so, ne, das habe ich auch gesagt. Was mir aber auffällt, ist, dass ich vor jemandem sitze,
der brennt und der zielorientierter ist. Der, 100%. Der immer noch Spaß macht, aber der auch gezielt weiß, vielleicht wo er hin möchte, was das angeht, der sehr, sehr professionell geworden ist. Ja. Und das ist für mich immer positiv, weil das ist eine Machermentalität. Das ist danke, so. Mann. Und, danke. Und man muss an dieser Stelle, dann darf man sich das nicht vergessen, wenn wir Privatsachen austauschen, dann bist du immer derjenige, der sagt, hey, herzlichen Glückwunsch. Oder ich sage herzlichen Glückwunsch. Ja, da ist ja diese Gönnermentalität noch. Ja, weißt du, wie ich das meine? Du weißt, was ich meine, so, ne? Also, ja, das ist so. Und das ist immer etwas für mich, wenn sich ein Mensch in diese Richtung entwickelt oder in dieses, in diese Machersache, dann hat er immer meinen Respekt. Weil man darf nicht vergessen, du musst selber dafür sorgen, dass Brot auf den Tisch kommt. Das und, wovor ich Respekt habe, das habe ich zu Alex auch gesagt, ist, wenn man solche Klickzahlen macht oder wenn so viele Augen auf einen gerichtet sind, muss man, also hätte ich, oder ich weiß jetzt nicht wie bei mir, aber Respekt dafür, das einfach so straight durchzuziehen. Mhm. Also weißt du, wie ich das meine, weil viele hätten vielleicht aber auch Angst davor, dass irgendwas Falsches kommt oder man nicht mehr da so steht, wo man mal war. Wenn man zum Beispiel statt 100.000 kriegst, nur noch 40 macht oder 30, so dieser Arsch, und du kommst da sehr gefestigt drüber. Das finde ich und jetzt was so. Man auch nicht vergessen darf, ich glaube, das habe ich auch was meinem ganzen Werdegang zu verdanken. Viele in meiner Position würden komplett durchdrehen oder abheben, komplett eskalieren. Ich war nicht eskalieren. Fertig, du Arsch. Ich war nicht, so. Ich war, und? Du hast aufgehört zu reden, Bruder. Ja, deswegen. Warte, eine Sache darf man nicht vergessen, guck mal, vielleicht würden andere Leute mit dieser Reichweite vielleicht gar nicht hier sitzen. Mehr. Ja. Das darfst du nicht vergessen. Naja, definitiv. Das ist so. Oder gewisse Sachen nicht posten. Oder mit anderen Leuten haben. Was ich halt krass finde, ist, dass irgendwo viele Leute kommen und was von dir wollen mittlerweile. Wo die vorher nicht da waren. Ja, das ist leider so. Das ist das Business, Bruder. Das ist das Business. Aber das sehe ich tatsächlich den Leuten gar nicht übel, weil ohne diese Leute würde es nicht diese Reactions geben. Das ist ein Geben und Nehmen in der Hinsicht. Ja, das ist. Ich nehme deren Hack, die sollen auch meinen Hack nehmen. Ganz normal. Ich sehe das auf, als Business-Ebene. Und ich finde, ich finde Kollabos cool. Wieso nicht? Natürlich ist es komisch, aber wieso sollte jemand auf mich zukommen, wenn man überhaupt komplett irrelevant ist? Natürlich kommt da keiner auf dich zu. Ist doch normal. Das ist, Bruder, das ist Business. Das darf man nicht vergessen. Ich weiß. Ich sehe es genauso. Ja. Aber das ist ja auch nicht, negativ gemeint. Safe. Pass auf. Warte. Du meinst mit dieser Gönner-Mentalität, was uns beide, das ist mir aufgefallen, dass sich viele so auch enge Leute bei mir so, ich weiß nicht, ob ich richtig liege oder falsch liege, dass da einfach nicht gegönnt wird. Und das finde ich persönlich, mich hat das erschrocken, weil ich habe mit sowas nicht gerechnet. Hast mir sogar eine Memo deswegen gemacht, du hast mir das gesagt. Für mich ist das komisch, Alter. Weil ich war immer einer, du kannst jeden fragen, der gegönnt hat. Sei es. Guck mal, ich muss da eingreifen. Warte. Ja. Ich muss da eingreifen. Ich greife ein. Ich schwöre dir, Alex sitzt da hinten. Ja. Alex wird dir das niemals vergessen. Ich schwöre dir, der sitzt da hinten. Der kann den jetzt herholen. Er sagt das immer wieder. Das bestätige ich auch. Digga, du hast einfach seine YouTube-Videos geteilt. Obwohl er nichts hatte. Nicht? Ja, weißt du, ja, nein, nicht, ist mir egal. Also, wie viele Leute. Nee, ich meine, es ist mir egal, wie groß der ist. So, ja, so, ich mag Alex. Alex ist ein cooler Typ, der macht geile Sachen. Natürlich so, unterstütze ich sowas. Weißt du, ich das meine? So, ja, klar. Und das ist diese Gönner-Mentalität. Das, um das zu untermauern, was du sagst. Jetzt kannst du weiterreden. Ja. Ja, aber geil. Ja, finde ich 100%. Und das ist halt das Traurige. Ich habe das Gefühl, engere Leute wenden sich von einem ab, weil entweder ist es wirklich Neid, Missgunst oder die gönnen den Erfolg nicht oder kommen auf ihr eigenes Leben nicht klar, dass auf einmal der andere es irgendwo geschafft hat. Ich würde niemals in meinem gesamten Leben, würde ich einem Freund oder einem Kumpel irgendwie hinterm Rücken reden oder sagen, er hätte sich verändert und man kriegt ja alles mit. So ich würde gönnen und ich war, egal was ich bekommen habe, Bruder, ich habe immer geteilt. Ich habe immer geteilt, egal wo ich bin, Rechnung geht immer auf mich. Verstehst du? Ich bin froh jetzt da zu sein, wo ich bin. Und ich bin froh, den Leuten, die mit mir sind, auch was zu ermöglichen. Ich fliege in Urlaub. Mein Kollege sagt, ey, Hotel ist teuer, aber ich kann nicht viel Taschengeld mitnehmen. Ich sage, Bruder, scheißegal, ich mach schon. Ja, Mann. Egal, ich nehme das Geld mit.
wir machen Hälfte, Hälfte. Ich bezahle schon, egal, halt's Maul, wir machen schon. Hauptsache, wir haben eine geile Zeit. Wir gehen essen, ich bezahle, ich weiß, ich verdiene jetzt mittlerweile ein bisschen mehr, ich bezahle das. Okay? So. Wir sind auch selber bei meinen Eltern, bei meiner Mutter. Wenn da irgendwas ist, ich sage, Mama, halt die Füße, ich bezahle das. So. Habe ich Klamotten for free? Ich verteile die an meine Jungs, ich verschenke die. Habe ich Supplements? Ich verschenke die. So. Und mittlerweile denke ich mir so manchmal, ey, Leute, die eng bei einem waren, die wenden sich mittlerweile ab. Ich weiß nicht wieso. Finde ich auch traurig. Vor allem, es wird nicht straight geredet. Das Gesicht, sondern hintenrum. Das ist traurig. Das, Feierabend. Okay, dieser da, Thematik. Das ist, da hast du geschossen, ist nicht schlimm. Das nennt sich Closing the Gap, Bruder. Na, egal. Aber Bruder, ist mir egal. Nein, das nennt sich das, das Thema, ist, das was du ja sagst, ist, heißt Closing the ja Gap. Also ja, das ist so, das ist, guck mal, gönnen ist eine Eigenschaft, eine persönliche Stärke, eine Charaktereigenschaft. Das kann nicht jeder. Ist aber nicht schlimm, weil am Ende säuberst du nur aus. Dann steht hier, wem feierst du von der Szene am meisten? Aktuell? Ja. Schwarzwald John, Bruder. Ich weiß, Pops, ob du dir den reingezogen hast. Den will ich im Podcast haben. Schwarzwald John. Boah, wenn du das schaffst, ne? Das wird ja, ich glaube, das wird sponsortechnisch wird ein bisschen schwer. Ja, aber guck, dass du das hinkriegst, weil der, Alter, ich glaube, der hat auch wirklich eine krasse Vergangenheit. Ja, Mann, das ist das, was mich richtig reizt. Asyl in Deutschland, Afrika, Gambia. Ey, Leute. Auch, Bruder, guck mal, was Schwarzwald John mit für ein Standing hat. Guck mal seine Aufrufzahlen, guck mal, wo der ist. Der ist so sympathisch, so ein Herr. Und in jedem Video, egal wie viel Scheiße der labert und wie viel Mist der baut, guck mal, der hat in jedem Video eine krasse, diepe Botschaft. In jedem Video. Das also, ist krass. Lass, Johnny muss, geht in die Kommentare, YouTube, Instagram, schreibt in den Podcast mit Erde oder Erde Podcast. Weil ihr müsst würde, ihn penetrieren bei Insta. Ja, ja, weil mich würde seine Vergangenheit richtig krass interessieren, Alter. Voll, 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 voll. Und von ja, ihm gibt es kein, es gibt kein Interview, kein Podcast, es gibt gar nichts von ihm. Und das wäre krass. Hey, Schwarzwald John ist für mich einer und ich gönne dem Jungen alles vom Herzen, Digga. Der soll richtig platzen, Alter. Der soll durch die Decke gehen, der soll, keine Ahnung, Alter. Der soll einen fetten schwarzen 7er BMW haben, aber nicht als Fahrer, der soll hinten rechts sitzen, Bruder. Und chauffiert werden. Verstehst du? Und sein Döner-Teller essen. Ich schwör's dir. Ich feier den extrem. Liebe, ja, der ist schon, ich hab für alles gesagt, unnormal. So, krasse Persönlichkeit. Ja, oh, ich kenne ihn noch zu Zeiten von Adolf. Ja, ich auch. Wo der Hähnchen Dingens roh gegessen ja hat. Ja, ja. Okay, das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Dann. Okay, das haben wir. Wir haben eigentlich alles selber beantwortet. Tamam. Wir haben alles selber komplett, hätte ich nicht gedacht, im Gespräch beantwortet. Alles durch, Brudi. Ey, war ein geiler Talk, Mann. Sehr, sehr geil. Ich freue mich, euch. Das werde ich mir angucken, Mann. Das werde ich mir echt angucken. Ich gucke mir jeden Podcast nochmal an. Ja, geil. Jeden. Aber ich finde es krass. Ich finde es krass, dass du offen geredet hast. Ich finde es krass, dass man dich einmal von dieser Seite gesehen hat, weil voll viele gucken auf dich, viele gucken nicht in dich und oder hinter die Person. Das war für mich interessant, weil was, über was anderes können wir nicht reden. Dafür sind wir zu gut. Der Werdegang, ey, das hast du dir gut überlegt. Vor allem auch, dass du mich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe mir erst mal gedacht, ey, du hast mir jetzt 100 Mal versprochen, ich bin erster Gast, ich bin erster Gast. Ich dachte mir so, warum bin ich jetzt doch nicht erster Gast? Was labert der Typ? Ja, weil ich habe mir das warum so gedacht. Bruder. Aber das hast du wirklich gut gedacht. Und vor allem, was du auch am Anfang gesagt hast, wir reden zu viel privat. Worüber wollen wir denn hier reden? Worüber? Ja. Das ist geil, weil viele momentan gucken meine Scheiße, ziehen sich meine Videos rein, aber wissen nicht, nichts über mich. Die kennen mich nur hier, wie ich über andere rede. Ja, Mann. Oder entertaine. Aber und ich habe mir echt, frag alle, ich habe mir wochenlang den Kopf zerbrochen. Seit 3 Wochen ich so, Bruder, was soll ich mit dem machen? Also ich will gerne, dass er seine Geschichte erzählt, weil ich glaube, Leute wissen gar nicht, aus was der kommt, was der gemacht hat. Auch Bodybuilding-technisch oder allgemein Arbeit. Ich glaube, die sehen gerade nur, weil, guck mal, die ganzen Followerzahlen, die jetzt gekommen sind, dieses Jahr, vielleicht wissen die gar nicht deinen richtigen Background. Darum ging es. Oder niemals, keiner, niemand. Weil ich glaube, du würdest, das wäre, du würdest einen noch. Oder voll viele ganz fragen mich, voll viele fragen mich, wo ich arbeite. Ja, siehst du? Und so, dann habe ich mir gedacht, ich gehe noch arbeiten. Und dann habe ich mir gedacht, okay, geil, das ist der Punkt, wo man ihn, wo er erzählen kann. Weil wer soll kommen und zu sagen, ja, William, erzähl mal. Oder ja. Du kannst ja kein Video einfach machen und sagen, ja, ich habe so gemacht, du brauchst einen Gesprächspartner.
Deswegen nimm mir das nicht übel, weil du nicht als Erster gekommen bist. Nein. Aber dafür war es bisher, ich sag dir ehrlich, ich fand, vom, also von den Dings her war es bisher mein bestes Gespräch. Geil. So. Geil, geil, geil. Und deswegen da ein großes Dankeschön. Willst du noch was mitgeben? Willst du noch was mitgeben auf dem Weg? Was kann ich dir mitgeben? Bleib, wie du bist, Alter. Bleib, nicht mir, bist. Der Community, gut. Bruder. Warte, erst mal dir. Danke für den Podcast. Bleib, wie du bist. Du bleibst dir selber treu. Finde ich gut. Du hast deine Nische gefunden. Du machst dein Coaching geil. Man sieht die Ergebnisse auch auf den Wettkämpfen. Ich habe letzte Woche einen Athleten von dir gesehen. Habe auch FaceTime gemacht. Hab dich, ja, Mann. Ich habe es gepostet. Unterstützt. Danke, Bruder. Du machst echt geile Scheiße. Mit dem Podcast ebenfalls. Bleib dabei. Zieh das Ding durch. Das hat enormes Potenzial. Ich feiere es. Es gibt in Deutschland keinen Podcast mit den Klickzahlen. Erstens, Punkt. Zweitens, du bist kein langweiliger Gesprächspartner. Du hast geile Thematiken, geile Gäste. Es wird nicht langweilig. Und es gibt so viele Charaktere. Diese Scheiße kann nicht aussterben. Vor allem, solche können wir in einem Jahr noch eine Folge drehen, als Beispiel. So, okay? Und was ich den Leuten auf dem Weg mitgeben möchte, Digga, guckt euch und zieht euch unsere Scheiße rein. Es gibt immer irgendwas zu lachen, zu lernen, zu schauen. Immer was Lustiges. Eigentlich bleibt gesund, Alter, das war's. Hammer. Ey, Leute, ja? Danke fürs Einschalten. Ich würde jetzt sagen, abonniert seinen Kanal, aber ihr habt seinen Kanal schon abonniert. Ich würde sagen, kommentiert ihr. Macht das Ding groß. Nein, Spaß beiseite. Danke für euren Support.